Ja, lieber Clemens, meine Damen und Herren, welch eine Erleichterung, dass wir nach den Jahren der Online-Veranstaltungen endlich wieder hier in der großen Aula der Universität uns treffen können. Und es gibt ja genug Themen. Der schwarze Schwan ist ein Begriff aus der Mathematik, begründet von Nassim Taleb, einem libanesischen Mathematiker, der sich sehr irritiert gezeigt hatte 2007 beim Beginn der Finanzkrise über diese Mickey-Maus-Modelle, die von den Banken angewendet werden, um Risiken abzuschätzen, mit einem Stützbereich von 5 Jahren. Dabei gibt es Risiken, die tauchen nur alle paar Jahrhunderte auf oder Jahrzehnte, oder man hält sie gar für unmöglich und dann passieren sie. Und darüber muss man sich auch Gedanken machen. Und das war damals 2007, 2008 ja tatsächlich das große Thema. Heute haben wir nicht nur einen schwarzen Schwan, sondern viele schwarze Schwäne. Mindestens einmal 5 kann man identifizieren. Die Pandemie, wer hätte gedacht, dass so etwas nochmal passiert? Die spanische Grippe liegt 100 Jahre zurück. Der russische Angriff auf die Ukraine, ein Krieg mit einem großen europäischen Land, ein Angriffskrieg von einer Art, wie man sie dachte, die Geschichte hätte sie überwunden. Italienische Verhältnisse in Großbritannien, in dem Sinne, dass da eine Kapitalflucht aus Großbritannien stattfindet und die Regierungen so schnell wechseln wie in Italien. In diesem Land, welches der Hort der kapitalistischen Stabilität in der Vergangenheit gewesen zu sein schien. Und dann haben wir eine galoppierende Inflation. Und schließlich haben wir einen Einschlag, der direkt vor unserer Haustür stattfindet. Die Gaspipelines für Deutschland explodierten am 26. September. Das hielt man für schlechterdings unmöglich. In schwedischem Hoheitsgebiet bei Bornholm. Hier ist Nord Stream 1, Nord Stream 2. Und hier waren die Explosionen und einen Tag später wurde die neue Pipeline Baltische Röhre für Polen eröffnet, die die norwegisch-deutsche Pipeline von Stavanger nach Dornum anzapft, um Polen eben unabhängig von Deutschland mit Gas zu versorgen. Ich will darauf nicht weiter eingehen, was die Ursachen sind. Sie kennen die ganzen Spekulationen bis hin zu dem, was Radoslaw Sikorski, der polnische Verteidigungsminister, dazu gesagt hat. Also ich sage Ihnen, hier geht es um die Souveränität auch der Bundesrepublik Deutschland. Wer das war, weiß der Himmel. Nun, die Deutschen sind deswegen auch so pessimistisch wie noch nie seit dem Krieg. Hier ist eine Allensbach-Reihe, die uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurde, die bis 1950 zurückgeht. Und Sie sehen die Aussagen über das Vertrauen der Deutschen in die Zukunft in Prozent der Nennungen. Am linken Bildrand im Koreakrieg hatten wir einen Tiefpunkt. Dann hatten wir bei der Kuba-Krise hier einen Vertrauensverlust, dann bei der ersten und zweiten Ölkrise, dann beim Putsch in Moskau 1991, dann September 11, dann eben die Lehman-Krise 2008 und schließlich jetzt der Krieg in der Ukraine. Noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg waren die Deutschen so pessimistisch wie heute. Und ich denke, das gilt in ähnlicher Form auch für
andere Nachbarländer. Unter den Ereignissen, die hier eine Rolle spielen, will ich nur zwei große Themenkreise herausgreifen, nämlich die Stagflation und die Energiekrise. Der Vortrag hat also zwei Teile. In dem ersten Teil geht es um die Stagflation. Was ist eine Stagflation? Nun, das ist eine Zusammensetzung aus Stagnation und Inflation. Vor 50 Jahren ist die Theorie dazu in der Volkswirtschaftslehre entwickelt worden, als es die Ölkrisen gab. Es gibt ja zwei Typen von Krisen. Keynesianische Krisen sind dadurch gekennzeichnet, dass es an Kunden fehlt und die Firmen möchten gerne mehr verkaufen. Und sobald man die Nachfrage erhöht, geht die Wirtschaftstätigkeit hoch. Das ist der Grund, warum Staatsverschuldung als expansiv gilt. Und anders ist es jetzt. Da fehlt es an Lieferfähigkeiten, an Kapazität bei den Firmen. Es gibt Kunden genug, die Kunden wollen viel mehr kaufen, als die Firmen liefern können. Das ist genau umgekehrt, spiegelbildlich. Und eine solche Situation nennt man Stagflation. Ich selbst habe vor 40 Jahren auch eines meiner ersten theoretischen Papers dazu geschrieben. Das war damals die große Fragestellung. Ja, was also das Thema Stagnation betrifft, die letzte IWF-Wachstumsprognose habe ich hier mal dargestellt und Sie sehen, oben ist China und dann ist irgendwo in der Mitte USA und die EU 0,7% nur noch Wachstum, aber Deutschland ist hier mit einer Schrumpfung am unteren Ende dieser Statistik. Wir scheinen auch von dieser Krise besonders stark getroffen zu sein. Nun hellen sich am aktuellen Rand manche Dinge etwas, ein klein bisschen auf, sodass das vielleicht nicht mehr ganz so schlimm kommt. Vielleicht schrammen wir noch an der Rezession vorbei, aber irgendwie eine gute Position in dieser Rangskala werden wir sicherlich nicht einnehmen. Und was die Inflation betrifft, da haben wir hier Werte, die, wenn man sie in der zeitlichen Perspektive seit der deutschen Vereinigung darstellt, für verschiedene Länder absolute Höchststände darstellen. Im Euroraum sehen Sie hier, liegen wir bei 10% ungefähr und nur die Schweiz ist nicht betroffen, weil die eine eigene Währung haben und aufwerten können, da fangen Sie das ab. Aber Spanien war hier auch schon bei 11%, ist ein bisschen gesunken am aktuellen Rand. Frankreich mit 7% noch mäßig. Die USA liegen bei knapp 8%. Auch, das zeigt übrigens, dass das kein europäisches Phänomen ist, diese Inflation, sondern das ist in der gesamten westlichen Welt so. Selbst Japan hat nach 30 Jahren Pause mit leicht deflationären Tendenzen jetzt doch auch eine ganz ordentliche Inflation. Und Österreich, Holland war schon bei über 16%, es hat sich etwas beruhigt auf 11%, Deutschland ist bei 11,3. Dazu muss ich sagen, es gibt immer zwei Zahlen für Deutschland. Das Statistische Bundesamt sagt was anderes als Eurostat, weil der Warenkorb anders ist. Aber das ist hier die Eurostat-Statistik. 11,3%. Also das hätte man vor kurzem für unmöglich gehalten. Da hieß es ja immer, es gibt eine Deflationsgefahr und man muss sich anstrengen, dass man so knapp unter 2% hochkommt, von nahe Null auf unter 2%. Jetzt sind wir bei 11. Und Italien 12 und die baltischen Länder, die liegen hier schon über 20% Inflation. Also wir haben tatsächlich eine Inflation in der westlichen Welt und zwar nicht eine trabende, sondern eine galoppierende Inflation. Anders kann man das nicht mehr ausdrücken. Noch deutlicher wird die Besonderheit, wenn man sich die Inflation der gewerblichen Erzeugerpreise anschaut, und zwar für Deutschland. Denn das Statistische Bundesamt hat hier eine viel längere Reihe als alle anderen europäischen Länder, sodass man da also sehr viel draus sehen kann. Das ist diese Kurve. Das geht von 1950 links am Bildrand bis jetzt zum aktuellen Rand. Im September hatten wir 46% Inflation.
bei den Erzeugerpreisen und 34,5% jetzt nur noch in Anführungsstrichen im Oktober. Was sind die Erzeugerpreise? Nun, Konsumgüterpreise sind die Preise der fertigen Güter, die über die Ladentheke an die Konsumenten gehen. Aber bevor ein Konsumgut über die Ladentheke geht, muss es ja erstmal über viele verschiedene Produktionsstufen produziert werden. Und auf den Zwischenstufen gibt es ja auch schon Inflation. Und die wird erfasst durch die gewerblichen Erzeugerpreise. Das ist also ein vorauseilender Indikator für das, was in der Pipeline an Druck ist, an Inflationsdruck und sich später in den Konsumgüterpreisen zeigt. Sie sehen hier, die 45,8 sind bei weitem der höchste Wert, den wir jemals hatten in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Bei weitem. Die Ölpreisschocks in den 70er Jahren verblassen im Vergleich dazu. Die erste Ölkrise 1973 hatte uns knapp 15% Inflation gebracht. Jetzt haben wir dreimal so viel im September gehabt. Und aktuell immer noch zweimal so viel im Oktober. Wir hatten übrigens im Schnitt der 70er Jahre eine Preissteigerungsrate der gewerblichen Erzeugerpreise von 5,2% und bei den Konsumentenpreisen von 5,1. Die beiden Preise haben also offenbar was miteinander zu tun und in der Tat kann man sie jetzt regressieren. Hier sehen Sie dann solch eine Punktwolke, in der senkrechten die Verbraucherpreise, in der horizontalen die Erzeugerpreise und dann muss man da überlegen, bei welchem Lag ist die größte Korrelation. Das ist bei 4 bis 5 Monaten Verzögerung, nicht? Und es kommt dann diese Regressionsgrade raus mit einer Steigung von 32%. Das heißt, in den 35% Inflation, die wir jetzt noch haben, stecken, wenn man es mit 32% multipliziert, immer noch 11% Inflation für Februar, März in der Pipeline. Und vorher, wenn Sie die 46% reinbauen in diese Formel, dann hätten wir jetzt im Winter ja noch mal höhere Inflationsraten, temporär aber nur, die dann anschließend wieder runtergehen. Also Anfang des Jahres könnten, wenn die statistische Gesetzmäßigkeit der Vergangenheit so in etwa erhalten bleibt, tatsächlich noch höhere Inflationsraten herauskommen. Aber es ist keine deterministische Beziehung, nicht? Es ist ja nur eine einfache Regression mit einer großen Unsicherheit in die eine oder die andere Richtung. Ja, was sind die hauptsächlichen Ursachen? Ich will jetzt nicht meine vorigen beiden Vorlesungen hier wiederholen, aber doch in Erinnerung rufen, das, was ich Ihnen da groß und breit erklärt habe mit Grafiken über die Geldmengenentwicklung und so weiter. Ich habe jetzt zwei Vorlesungen gemacht über die Inflation. Also die Hauptursache ist einmal die Pandemie und die Quarantäne. Die hat zu Lockdowns weltweit geführt. Die Häfen waren zu in China. Die Frachtraten gingen hoch, weil die Frachter festsaßen. Es wurden die Vorprodukte nicht geliefert aus China nach Deutschland, zu anderen Ländern, sodass das Angebot verknappt war. Und auf der anderen Seite war es die gewaltige Staatsfinanzierung aus der Druckerpresse. Wir haben eine Versiebenfachung der Geldmenge seit 2008 gehabt, eine Versechsfachung relativ zur Wirtschaftsleistung. Es ist ein Geldüberhang gemessen an dem, was 2008 vor der Lehman-Krise noch normal war, von 5,3 Billionen Euro. Und davon sind für 4.400 Milliarden Euro Staatspapiere gekauft worden. Und
Nicht? Das ist das Schöne. Ich hatte ja bei der letzten Weihnachtsvorlesung auf Kopernikus verwiesen. Die Fürsten des Mittelalters haben auch immer Geld gedruckt, wie Heu. Also das Geld, das alte Geld eingesammelt, umgeschmolzen, das mit weniger Silber wieder ausgegeben, hatten sie mehr Münzen und konnten ihren Hofstaat finanzieren. Und genauso hat man das hier in Europa gemacht. Ein bisschen komplizierter, indem eben da die Banken noch dazwischen geschaltet waren und so weiter. Da bin ich ja im Detail drauf eingegangen, das will ich hier nicht wiederholen. Also diese beiden Effekte. Auf der einen Seite haben wir nachfragemäßig gewaltig Gas gegeben, wie überhaupt noch nie in der Geschichte, durch diese immense Staatsverschuldung. Und auf der anderen Seite ist das Angebot beschränkt worden, macht eine Überschussnachfrage, erzeugt eine Inflation. Und ich bin so frei, hier eine Folie zu wiederholen, die ich vor 2 Jahren in meiner Weihnachtsvorlesung genau so gebracht habe. Ich lese einfach mal vor. Ein mögliches Szenario für das 3. Jahrzehnt dieses Jahrhunderts. Corona ist überwunden, die Weltwirtschaft zieht allmählich an, die Produktionskapazität ist lediert, die Ölpreise steigen und es ergibt sich eine Lohnpreisspirale. Die Inflationserwartungen ändern sich, Konsumgüterkäufe werden vorgezogen, die Inflation beginnt zu traben. Und aus dem Trab wird ein Galopp. Stimmt nicht alles, was hier steht, aber es stimmt so ungefähr. So ungefähr ist es gekommen. Und das war vor 2 Jahren eigentlich nach der Theorie, die wir hatten, vollkommen klar, ja, dass es so kommen konnte und dass da eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht. Und vor einem Jahr war es nicht nur klar, da waren die Beweise schon empirisch da. Und jetzt erst ist es ein Thema, ne, in der Öffentlichkeit und in den Medien. Nun, das Streichholz der Pandemie wird ja hoffentlich erlöschen. Ist dann die Inflation vorbei? Das glaube ich nicht, denn es ist wie beim Feuer, wenn Sie da irgendwas anzünden, der Zunder brennt weiter, auch wenn das Streichholz schon lange aus ist. Denn es gibt Selbstverstärkungseffekte. Die Güterhorte, die ich damals vermutete bei den Konsumenten, die sehen wir gar nicht bei den Konsumenten, da habe ich mich, glaube ich, ein bisschen getäuscht, aber wir sehen sie bei den Firmen. Das IFO-Institut hat ja hier eine Umfrage und berichtet, dass 68% der Firmen des verarbeitenden Gewerbes tatsächlich klagen über die Inflation und selber Vorsorge treffen, indem sie ihre Lager vermehren. Die Firmen haben also gekauft an Vorprodukten, was sie nur kriegen konnten, um lieferfähig zu bleiben gegenüber ihren Kunden. Das heißt, alle haben sie ihre Lager bis zum obersten Rand gefüllt mit Vorprodukten und dadurch die Verknappung, die sowieso schon da war, noch verstärkt. So ein Selbstverstärkungseffekt. Bei den Konsumenten ist das noch nicht, die haben das noch gar nicht so ganz richtig gemerkt, das kommt aber vielleicht noch und bei höheren Inflationsraten ist das sicher dann auch bei Konsumgüterkäufen, so langlebige Konsumgüter, Autos, Kühlschränke und so weiter, aber da sind wir noch nicht, kommen wir vielleicht ja auch nicht hin. Dann die Lohnpreisspirale, von der ich davor sprach vor 2 Jahren, die sehen wir aber schon ganz klar. Der IG Metall-Abschluss liegt bei 8,5%, die Verdi-Forderung liegt bei 10,5%. In der Ölkrise vor 50 Jahren hatte Klunker 15% gefordert und 11 gekriegt. Sind wir noch nicht ganz. Aber in der Tendenz ist es wieder so wie damals. Dann perspektivisch haben wir einen zusätzlichen Inflationstreiber durch die demografische Krise. Einige sagen dazu einen Facharbeitermangel, aber es fehlt uns an jungen Menschen überall, in allen möglichen Gewerben und Tätigkeiten, sodass also das Angebot von daher auch verknappt wird. Also weiterhin eine stagflationäre Angebotsverknappung, die angesichts der immer noch riesigen Staatsverschuldung inflationär ist. Warum ist eine Staatsverschuldung inflationär, wenn das Angebot nicht mitkommt? Der Staat kann sich ja finanzieren über Steuern und Ausgaben bezahlen damit oder er kann sich über Verschuldung finanzieren. Wenn er es über Steuern macht, dann nimmt er dem einen Kaufkraft weg und gibt sie dem anderen. Das ist plus minus null. Es ist nicht inflationär. Aber bei Steuern nimmt er ja niemandem was, bei Schulden nimmt er ja niemandem was weg, sondern gibt nur was aus. Das heißt, einer fühlt sich reicher und keiner fühlt sich ärmer. Die Konsumneigung steigt und die Nachfrage steigt und deswegen kommt bei der Verschuldung ein Inflationsschub zustande.
in der keynesianischen Unterbeschäftigung, die wir eben nicht haben, wäre das dann auch expansiv für die Wirtschaftstätigkeit, Multiplikatorprozesse und so weiter. Aber davon sind wir heute meilenweit entfernt. Heute ist das alles inflationär. Und dann auch Angebotsverknappungen bringt natürlich das Bürgergeld und andere Lohnersatzleistungen. Je großzügiger der Staat die bezahlt, die keine Arbeit aufnehmen, desto geringer ist der Anreiz, eben das zu tun, nicht? Und dann fehlen die Leute auch. Wir haben 2,5 Millionen Arbeitslose in Deutschland, während wir gleichzeitig einen Mangel an Hilfskräften für alles Mögliche haben. Irgendwie passt das nicht zusammen. Und das liegt eindeutig natürlich an der Existenz des Sozialstaats mit seinen Lohnersatzleistungen. Da habe ich früher, vor 20 Jahren, viel drüber resoniert. Ich will das hier nicht wiederholen bei den Schröderschen Reformen und so weiter. Und dann haben wir eine dauerhafte Energieknappheit wegen des Krieges jetzt, der noch Auswirkungen haben wird, hoffentlich nicht für ewig, aber für einige Jahre. Und dann natürlich die grüne Energiewende. Die Energie wird uns sehr knapp und das ist ein Thema, was ich nachher noch intensiver beschreibe. Das alles spricht für ein fortgesetztes, stagflationäres Szenario in diesem Jahrzehnt und darüber hinaus. In den Medien wird der Eindruck vermittelt, die Inflation sei die Folge des Krieges. Überhaupt kam das Thema medial erst dann hoch. Ja? Vorher hat keiner über die Inflation geredet, obwohl die Zahlen alle am Tisch lagen. Das ist aber nicht so. Also das stimmt nicht, diese These. Das sehen wir folgendermaßen. Wenn wir hier nochmal uns die Kurve der gewerblichen Erzeugerpreise anschauen von vorhin. Vor einem Jahr, im Dezember letzten Jahres, waren wir hier bei 24,2%. Und Sie sehen, das ist bereits damals der historische Höchststand gewesen, der höher als je zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Und da war vom Krieg ja noch nicht die Rede. Also der Krieg kann gewisse Verstärkungseffekte natürlich erklären, aber nicht das besondere Phänomen der Inflation an sich. Als ich die Weihnachtsvorlesung hielt, letztes Jahr hatten wir erst die Oktoberzahlen, da waren wir ungefähr bei 20%, oder wir waren aber schon höher als beim ersten Ölpreisschock vor 50 Jahren, was ich letztes Jahr vorgetragen habe. Das ist aber nur im Internet verfügbar. Wer es nachschauen will, also die Vorlesungen sind ja alle in YouTube runterladbar. Also diese Phänomene, über die wir heute hier alle offen reden können, weil wir sie sehen, die sind vor einem Jahr als solche schon alle da gewesen, als harte statistische Fakten. Schauen wir uns mal an, wie das mit dem Gas ist. Der Putin hat uns ja vielleicht den Gashahn abgedreht und dann noch irgendwie eine geheimnisvolle Macht hat das auch getan. Hier sind die Lieferungen von Erdgas nach Deutschland. Sie sehen dann eine Saisonalität drin in den letzten Jahren. Und hier ist das Gas aus Russland. Sie sehen, das bricht rechts ab. Aber der Jahreswechsel ist hier, wo dieser Strich ist. Vor einem Jahr ist da noch nichts abgebrochen. Der Abbruch war auch noch nicht bei Kriegsbeginn. Im Gegenteil, nach dem Kriegsbeginn haben die Russen sogar den Hahn doch ein bisschen wieder aufgedreht. Sondern hier im Mai. Im Mai 2022 brach dann plötzlich die Gaslieferung ab. Und hier ist die Explosion der Nord Stream Pipelines am 26.09. Danach ist die Lieferung null. Wobei man sagen muss, es ist die offizielle Lieferung. Es kommt natürlich nach wie vor russisches Gas nach Deutschland über die Türkei. Es wird nur reingewaschen durch den Handel in der Türkei und dann in Italien und pipapo. Man sieht das dann ja nicht mehr. Aber es kommt. Nein, also die Gaspreisexplosion ist nicht der Grund dafür, dass letztes Jahr die Inflation so hoch war. Das Öl war wichtiger. Die Ölpreise stiegen früher. Was ist denn bei den Ölpreisen passiert? Hier gab es eine Überreaktion der OPEC. Das ist der Ölpreis, der hier existierte bis
zum Beginn der Pandemie, Anfang 2020. Und Sie sehen, das geht da runter. Die Ölproduktion sehen Sie hier. Beides sind Werte, die auf 100 normiert sind im Mittelmeer, sodass man die verschiedenen Dinge in eine Grafik zeichnen darf. Und da ist noch nichts passiert. Hier ist der April 2020 und jetzt sehen Sie, reagiert die Ölproduktion. Seit langem, und das ist ein Thema, auf das komme ich nachher nochmal zurück, ist die globale Ölproduktion zurückgegangen, und zwar als Reaktion auf den vorausgehenden Ölpreisverfall, der wegen Corona auf den Weltmärkten einsetzte. Denn die ganze Welt war plötzlich in der Krise. Und überall gab es Lockdowns und es wurde kein Auto mehr gefahren und die Betriebe waren stillgelegt und so weiter, sodass die Nachfrage nach Öl zurückging und der Ölpreis fiel. Und um zu verhindern, dass der Preis ins Bodenlose fallen würde, hat dann die OPEC die Notbremse gezogen und erstmals jetzt tatsächlich die Ölproduktion gedrosselt. Und danach ging der Preis wieder hoch. Also die relativ kleine Produktionseinschränkung hat den gewaltigen Anstieg der Ölpreise danach hervorgerufen. Es war eine gewisse Überreaktion der OPEC auf die Corona-Krise. Preis und Menge ist immer eins, nicht? Man kann auf dem Markt immer nur eins setzen, das andere folgt. Also das ist immer ein Wertepaar, die man nur gemeinsam wählen kann. Man kann auch die Energiepreisinflation über Änderungsraten ausdrücken. Das ist also jeweils ein Monat eines Jahres im Verhältnis zum Vorjahresmonat. Dann kommen da Prozentsätze raus. Sie sehen am linken Bildrand die großen beiden Ölkrisen in den 70er Jahren. Sie sehen, da hatten wir Erdölpreissteigerungsraten von 300% und 200%. Und am rechten Bildrand sehen Sie, dass wir jetzt in der Spitze Werte hatten, wie bei der zweiten Ölkrise, auch mit knapp 200% Inflation. Und die Gaspreise, die hatten damals vor 50 Jahren noch keine besondere Inflationsstärke hier gezeigt, aber jetzt rechts schießen sie dramatisch in die Höhe mit gewaltigen Inflationsraten, die so hoch sind wie die Erdölinflationsraten vor 50 Jahren bei der ersten Krise. Wenn wir diesen Teil des Bildes mal vergrößern und hier den Jahreswechsel 2022 einzeichnen, dann sehen wir, was hier passiert ist. Die Ölinflation gab es schon letztes Jahr. 2022 ist der Wechsel. Steht immer nur jedes zweite Jahr. Und die Gaspreise schossen dieses Jahr hoch. Deswegen ist die Inflation dieses Jahres tatsächlich auch maßgeblich durch die Gaspreissteigerung erklärt. Aber das sind sozusagen Add-ons, nicht? Das ist jetzt nicht der Kern des Geschehens, sondern das ist etwas, was zusätzlich passiert ist und die schon vorhandene starke Inflation vergrößert hat. Die Hauptsache war Lockdown plus staatlicher Schuldenwahn. Ja? Erleichtert durch die Gelddruckerei der Zentralbanksysteme. In Europa besonders, aber auch in Amerika oder in England oder in anderen Ländern. Die hatten sich irgendwie alle abgesprochen. Die treffen sich ja auch regelmäßig und machen irgendwie eine ähnliche Politik. Frau Lagarde, die Präsidentin der EZB, hat auf ihrer Pressekonferenz im Oktober gesagt, der Anstieg der Energiepreise würde 41% der Inflation der Konsumentenpreise erklären in der Eurozone. Das ist eine plausible Aussage. Nicht? Also 60% kommen von was anders, kamen dann von was anderem und 40% ungefähr kamen über die Energiepreise. Also die Energiepreise sind schon wichtig, aber ein Teil der Energiepreisentwicklung ist eben auch Corona-bedingt durch diese Angebotsverknappung seitens der OPEC. Und
Wir haben auch noch einen anderen wichtigen Effekt, speziell in Europa. Das ist eine importierte Inflation. Und zwar aufgrund der Zinspolitik der Europäischen Zentralbank. Die Zentralbank sagt ja, sie hätte keinen Einfluss auf die Energiepreise. Das sei nun mal Putin und das seien die bösen Scheichs und wer sonst was, aber doch nicht sie. In Wahrheit hat die Europäische Zentralbank sehr wohl einen unmittelbaren Einfluss auf die Energiepreise. Und warum das so ist, das zeige ich Ihnen jetzt. Das ist der Mechanismus der importierten Inflation. Aufgrund der Zögerlichkeit bei der Zinsanpassung. Die Amerikaner haben nämlich schon viel früher die Zinsen erhöht und vor allem früher davon geredet als die Europäer, mit der Folge, dass es eine Kapitalflucht von Deutschland nach Amerika gab. Die Anleger sind aus europäischen Staatspapieren rausgegangen, haben die Euros genommen, auf den Devisenmarkt getragen, angeboten, Dollars gekauft, Dollar hoch, Euro runter. Das eine ist der Kehrwert vom anderen. Und wenn der Dollar hochgeht, dann gehen ja alle Preise von Importgütern, die wir auf den Weltmärkten kaufen, umgerechnet in Euro, automatisch natürlich im gleichen Umfang hoch, um den gleichen Prozentsatz. Auch die Energiepreise. Hier sehen Sie die Zentralbankzinsen am kurzen Ende. In den USA sind sie hier auf 4% hochgegangen. Und mit Verzögerung in Europa. Aber noch wichtiger als diese Verzögerung in Europa ist der Umstand, dass am 16.06. des letzten Jahres es eine erste Vorankündigung der FED gab, dass es eine Zinswende geben würde. Es gab nämlich eine Umfrage unter den Boardmitgliedern, ob sie glauben würden, dass es eine Zinswende gibt. Und 13 von 18 haben gesagt, ja, die wird es geben. Und wenn die Entscheidungen treffen, glauben, dass das so sein wird, dann kommt es so. Da haben die Märkte natürlich sofort reagiert. Und die Kapitalflucht nach Amerika setzte ein und damit die Aufwertung des Dollar. Sie sehen das in diesem Diagramm. Das ist der senkrechte Strich, ist nochmal diese Mitteilung, diese Vorankündigung. Und Sie sehen, am selben Tag der Vorankündigung schießt hier schon der Dollarkurs hoch und geht über das ganze Jahr hin bis jetzt kürzlich ziemlich nach oben. Wenn Sie das mal ausrechnen, von dem Tiefpunkt bis da oben hin zur Spitze, dann ist es ein Anstieg des Dollarkurses um 25%. Dieser Effekt hat also temporär, aber immerhin doch erheblich in diesem Umfang zur Steigerung sämtlicher Importgüterpreise, die wir von Importgütern, die wir auf den Weltmärkten kaufen, beigetragen und auch natürlich der Energie. Wenn wir Öl kaufen, das ist in Dollar quotiert, auf den Weltmärkten gehandelt und plötzlich ist das 25% teurer. Und sogar das Gas, obwohl der Putin andere Kontrakte mit uns macht, der Putin spielt ja keine Rolle mehr, der hat das Gas abgedreht. Die Gaspreise steigen bis auf das Weltmarktniveau, welches durch die LNG-Preise bestimmt wird, aber auch in Dollar. Und jetzt durch diesen Mechanismus wird diese Obergrenze, bis zu der die Gaspreise steigen können, einfach um 25% erhöht. Vor 50 Jahren sprach man von einem direkten internationalen Preiszusammenhang. Wolfgang Stützel aus Saarbrücken, Ältere werden sich vielleicht erinnern, hatte das propagiert, auch über den Sachverständigenrat in Deutschland. Und dieser Mechanismus ist einfach lehrbuchmäßig offenkundig trivial fast. Ich wundere mich nur, dass die EZB bis zum heutigen Tage sich nicht dazu bekannt hat, dass sie mit ihrer Zinspolitik, ihrer Zögerlichkeit im Verhältnis zu den Amerikanern hier tatsächlich die Inflation mit befeuert hat über den Wechselkursmechanismus. Sie hat ja noch lange gesagt, dass das nur ein kleiner Huckel sei, die Inflation wieder schnell vorbeigehe. Im November letzten Jahres hieß es, das sei das Maximum, danach geht das wieder runter, Pustekuchen. Es ist ja ganz anders gekommen. Also man hat sich gesträubt gegen die Wahrheit. Warum? Weil das ja zinspolitische Konsequenzen haben würde und man wollte halt die hohen Zinsen nicht. Jetzt können Sie überlegen, ob Ottmar Issing, der ehemalige Chefvolkswirt, mit seinen Gouverneuren in dem Memorandum von 2019 recht hatte oder nicht. Aber jedenfalls hat er damals schon den Verdacht geäußert, dass die Zinsen nicht hoch genug gehen, weil man Rücksicht nimmt auf die überschuldeten Staaten der Eurozone. Also letztlich eine Politik, die mit Geldpolitik gar nichts zu tun hat, sondern fiskalischen Rettungscharakter hat.
oder auch das Leben einfach für die Staaten nur bequemer machen soll. Aber inzwischen haben wir schon die Kehrtwende. Inzwischen hat auch der EZB-Rat eine Kehrtwende vollzogen. Isabel Schnabel und andere Hardliner haben sich da doch durchgesetzt und haben jetzt erreicht, dass auch die europäischen Zinsen hochgehen, wenngleich der Zinsabstand zu Amerika noch größer geworden ist. Aber man sieht jetzt, dass die Europäer sich nicht mehr ganz verweigern. Und damit hat eine gewisse Korrektur hier eingesetzt. Vor einem Jahr konnte man, habe ich das auch übrigens erzählt schon, nicht? Da konnte man viel Geld verdienen, wenn man daraufhin investiert hat. Jetzt allerdings ist der Zug abgefahren, nicht? Und wie weit es jetzt geht, weiß ich nicht. Gut, die kurzfristigen Zinsen steigen, steigen auch die langfristigen. Das ist ja eigentlich für Investitionen und auch für den Staat fast die Hauptsache. Das ist nicht so klar. Das QE-Programm 2015, dieses Megakaufprogramm für die Staatspapiere, wurde eingeführt, um auch die langfristigen Zinsen zu drücken. Aber ich weiß nicht, ob man das rückgängig machen kann. Hier sind die langfristigen Zinsen für Staatspapiere in Deutschland, in Frankreich und so weiter seit den 90er Jahren. Sie sehen, dass hier ganz rechts am Bildrand man wieder einen gewissen Anstieg sieht. Wir sind jetzt da, wo wir waren, als der Euro eingeführt wurde, vor 20 Jahren. Aber wir haben inzwischen eine viel höhere Inflation. Das heißt, dieses Zinsniveau reicht bei weitem noch nicht, um die Staaten zur Vernunft zu bringen und einzubremsen bei ihrer Schuldenpolitik. Denn die Staaten werden doch jetzt Folgendes sehen. Die Inflation bläht die Wirtschaftstätigkeit nominal auf, die Preise steigen, die Steuereinnahmen steigen, sogar überproportional wegen der heimlichen Progression und so weiter. Der Staat schwimmt im Geld und relativ dazu werden die Schuldenlasten immer weniger. Auch das ganze Sozialprodukt bläht sich ja nominal über die Preise auf. Die Schulden bleiben zunächst mal, wo sie sind. Das heißt, die Schuldenquoten sinken durch diesen Prozess, durch die Inflation. Und dann werden die Politiker sagen, ach, jetzt haben wir wieder Luft und können also neue Schulden aufnehmen. Nicht? Das heißt, in Wahrheit orientieren sie sich implizit an den Realzinsen, die natürlich, wenn die Zinsen heute so hoch sind wie früher, viel, viel niedriger sind, stark im negativen Bereich bei diesen gewaltigen Inflationsraten, die wir haben. Also die Sache ist überhaupt noch nicht zu Ende, sondern die Schuldenexzesse der Staaten, die kommen erst noch und die setzen sich fort. Ich glaube nicht, dass die ein Ende haben, ganz im Gegenteil. Überhaupt sind die Staaten ja die wichtigsten Akteure. Im Studium habe ich noch gelernt, dass die private Investitionsnachfrage viel reagiert. Ja, tut sie auch. Bau ist unmittelbar reaktiv. Aber am meisten reagieren die Staaten selber mit ihren Ausgaben auf die Zinsen. Und das hatte ich schon erwähnt, die Notenbanken des Eurosystems haben seit 2008 für 4,4 Billionen Euro Staatspapiere erworben. Und die werden sie aus politischen Gründen nicht oder nur zum kleinen Teil zurückverkaufen. Denn das müssten sie tun, um die langfristigen Zinsen noch richtig hochzubringen. Nicht? Die haben sie jetzt alle in ihrem Portfolio. Wenn sie die zurückverkaufen, gehen die Kurse in den Keller, die Zinsen in den Himmel. Die Staaten haben Schwierigkeiten, sich zu finanzieren. Und vor allem die Banken, die ähnliche Papiere in ihren Büchern haben, haben riesige Abschreibungsverluste. Und da Banken ja immer nur mit einer minimalen Prise von Eigenkapital arbeiten, purzeln sie dann einer nach dem anderen. Also das kann die EZB gar nicht wagen. Das ist eine Sackgasse, eine Einbahnstraße besser, was sie da gemacht hat mit ihrem Asset-Kaufprogramm. Es geht nur in die eine Richtung. Die Staatspapiere sind jetzt zum großen Teil bei der Europäischen Zentralbank geladen und bleiben da auf ewig liegen. Und man wird sehen, dass sie durch Inflation allmählich erodieren. Man könnte ja fast vermuten, da sei ein Programm dahinter. Insofern glaube ich nicht, dass die EZB die Kontrolle über das Preisniveau auch nur annähernd wieder gewonnen hat. Das Thema wird uns nämlich noch sehr lange begleiten.
Und das ist auch ein ziemlicher Scherbenhaufen. Ich werde über den Scherbenhaufen der Energiepolitik reden, aber das ist auch ein Scherbenhaufen. Also das ist nicht der Euro, wie wir uns den vorgestellt haben, nach dem Markt-Gleich-Markt-Prinzip, sondern es ist einfach die italienische Scala Mobile, die wir hier installiert haben, die Rolltreppe Scala Mobile, wo ein Preis vom anderen abhängig ist und man stellt sich darauf ein, dass alles miteinander so inflationiert. Und jeder weiß ungefähr, was passiert, dann kommen alle irgendwie zurecht und es geht auch irgendwie, nicht? Aber nicht so gut, weil wenn da eine hohe Inflation ist, dann geht ja alles Mögliche kaputt, dann haben sie keine langfristigen Kreditkontrakte mehr, weil der Gläubiger nicht weiß, was er real zurückkriegt, was der Schuldner nicht weiß, welche reale Last er hat. Das ist gar kein klarer wirtschaftlicher Kontrakt mehr möglich über längere Fristen. Was die Stärke des deutschen Marktes war, dass man über 20 Jahre Festzinskontrakte haben konnte, das würde alles verschwinden, wenn wir jetzt in ein inflationäres Regime kommen. Und wenn man keine langfristigen Festzinskontrakte mehr hat, dann kann man auch nicht mehr so leicht langfristige Investitionen finanzieren. Dann geht alles Mögliche kaputt dabei. Italien hat eben nicht gut funktioniert. Es hat halbwegs funktioniert, aber nicht gut. Und das genau wollten wir vermeiden, indem wir stolz uns auf die Brust geklopft haben und gesagt haben, jetzt haben wir das so zurechtgezimmert rechtlich, dass das nach dem Modell der Bundesbank gemacht wird hier. Davon kann nicht die Rede sein. Ja, und neues Öl für das Feuer wurde jetzt gerade vorbereitet, nämlich in der sogenannten Gaspreisbremse. Man würde ja denken, das ist also das Gegenteil von inflationär, aber es ist doch inflationär. Es ist eigentlich eine Gaspreissubvention, wenn wir ehrlich sind. Der Kauf des Gases wird subventioniert. Es gibt in Zukunft zwei Preise, den Produzentenpreis und den Konsumentenpreis. Der Konsumentenpreis wird nach unten geschoben. Da haben wir also ein gewisses Bremselement, aber der Produzentenpreis nach oben. Die Deutschen kaufen jetzt dank ihrer Subventionen den anderen europäischen Nachbarn all das Gas aus ihren Öfen raus. Und dass die sich aufregen darüber und total verbittert sind, das können Sie sich vorstellen. Was meinen Sie, was bei dem Thema in Europa gerade los ist? 200 Milliarden Sonderschulden zur Subventionierung der Gaskäufe. Aber die große Trickserei ist natürlich, dass das nicht Sonderschulden heißt, sondern Sondervermögen, genau das Gegenteil von Schulden. Nicht? Und das Vermögen besteht darin, dass man eine Kreditermächtigung beschlossen hat im Jahre 2022 über das, was 2023 und 2024 dann tatsächlich realisiert werden kann. Da darf der Staat ohne weiteres dann auf den Kapitalmarkt gehen, Kredite aufnehmen und das Geld für die Zwecke dieser Gaspreisbremse ausgeben. Und Grundgesetz 0,35% maximales Defizit relativ zum BIP, können Sie vergessen. Das Problem hat man jetzt elegant gelöst, denn es ist ja ein Notstand und in einem Notstand darf man das so beschließen. Es ist rechtlich sehr grenzwertig, weil der Stabilitätsrat zum Beispiel das sehr stark, wie er es kritisiert hat, oder der Rechnungshof hat ein erbittertes Gutachten geschrieben gegen diese Politik. Hilft aber alles nichts, wird trotzdem gemacht und es ist gerade so an der Grenze des Legalen. Interessant ist, dass das nicht das erste Mal, dass wir ein sogenanntes Sondervermögen hier begründen in Deutschland. Das haben wir die ganzen Jahre schon gemacht. Und das ist ein Trick, der offenbar prima funktioniert. Erstmal, man nennt die Schulden Vermögen, das kommt dann in der Öffentlichkeit irgendwie besser an. Und dann wird das Ganze verbucht als Kreditermächtigung in einem zurückliegenden Jahr. Und für die folgenden Jahre darf man dann aus den Vollen schöpfen, ohne dass das jemals noch problematisiert wird oder die Frage der Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz dann nochmal auftritt. Nach den Berechnungen des Stabilitätsrates sind die alten Programme, die wir da schon hatten, pro Jahr jetzt fürs nächste Jahr zum Beispiel mit 1,25% Defizit, 1,25% vom Bruttoinlandsprodukt anzusetzen und das neue Programm ja mit 2,5%, das sind ungefähr die 200 Milliarden auf zwei Jahre verteilt sind 2,5%, dann haben wir also 3,75% tatsächliches Defizit. Und
erlaubt sind, eigentlich nach dem Grundgesetz nur 0,35. Das heißt, es ist 10-mal so hoch. Wie gesagt, es ist jetzt nicht was Illegales, es ist alles legal. Das ist ja die Kunst, das so hinzutricksen. Ich habe Herrn Lindner gesagt, das ist ein Taschenspielertrick, habe ich ihm wörtlich ins Gesicht gesagt dazu. Ja, ich halte ja sonst immer viel von Ihnen, aber in dem Fall sehe ich das anders. Naja. Also schwierig ist, dass das ökonomisch inflationär ist. Ich meine, das ist wieder das Problem, das ist eine Staatsverschuldung, gibt keinen Entzugseffekt, aber irgendwelche Leute kriegen das Geld in die Hand. Entweder geben sie es fürs Gas aus oder wenn sie es nicht tun, was sie ja durch eine geschickte Konstruktion mit der Subventionierung nur der Altnachfrage irgendwie vielleicht hinkriegen, dann müssen sie es für was anderes ausgeben. Gerade dann, wenn das funktioniert, dass die Leute das nicht für Gaswäufe ausgeben, das Geld, dann geben sie es für was anderes aus und dann tritt die Inflation in anderen Sektoren der Wirtschaft auf. Also das ist mal hier die Liste der ganzen Sondervermögen, die wir seit 2008 hatten. Als ich das erste Mal vor 15 Jahren diese Weihnachtsvorlesung hielt, der Finanzmarktstabilisierungsfonds 480 Milliarden, Investitions- und Tilgungsfonds, Wirtschaftsstabilisierungsfonds, Sondervermögen, Bundeswehr 100 Milliarden, jetzt die Gaspreisbremse 200 Milliarden, sonstige Sondervermögen, die Länder machen das ja auch. Ein Land nach dem anderen schließt sich diesem Trick an und begründet da irgendwelche Notstände, mit irgendwelchen Notständen eine Abweichung von den Schuldenregeln. Das sind doch in der Summe immerhin schon 1,5 Billionen Euro. Nicht? So viel Kredit darf hier aufgenommen werden. Ist noch nicht alles ausgeschöpft, aber kann ausgeschöpft werden, ohne dass das mit dem Grundgesetz kollidiert. Und jetzt kommt ja noch der Corona-Fonds dazu. Das Bundesverfassungsgericht hat den ja gerade durchgewunken. Die 750 Milliarden, die inzwischen sogar auf über 800 angewachsen sind, weil eine Inflationspreisgleitklausel drin war. Und der deutsche Finanzierungsanteil ist halt 24%. Das macht 177 Milliarden, macht in der Summe 1.700 Milliarden Euro ungefähr an Krediten, die hier über diesen Trick mit dem Sondervermögen laufen. Das ist ja fast die Hälfte des Sozialprodukts, des Bruttoinlandsprodukts. Fast die Hälfte. 47% Schuldenquote wird allein dadurch begründet, durch diese Trickserei. Das sollte ein Ausnahmetatbestand für einen riesigen Notfall sein. Aber Sie sehen, die Notfälle häufen sich. Das ist also fast schon zur Regel geworden. Und das ist ein Missbrauch offenbar dieser Regel. Das sagt jedenfalls der Bundesrechnungshof. Nur gut. Ich kann nur warnen, auch ehemals solide Länder können ihre Bonität verlieren. Es gibt auch hier schwarze Schwäne, wo man sie nicht vermutet. Das ist nochmal England, nicht? Das ist die Liste der Premierminister. Die wechseln sie so schnell wie andere Leute ihr Hemd. Und das ist das Ergebnis einer von Liz Truss vorgenommenen Politik im Wesentlichen. Jetzt der letzte Wechsel, wo sie glaubte, die Steuern senken zu müssen für Unternehmen, um eben Kapital anzulocken. Das Gegenteil war aber der Fall, denn diese Politik lief ja auf eine zusätzliche Verschuldung hinaus und die Kapitalmärkte wurden nervös, weil England sowieso so stark verschuldet ist und haben gesagt, da gehen wir jetzt nicht mehr hin, irgendwann ist England pleite mit solch einer Strategie und bevor das zu Unruhen führt auf den Märkten und wir unser Geld verlieren durch Entwertung unserer Forderungstitel, suchen wir lieber das Weite. Und es kam zu einem Kursverfall des Pfundes und das Tohuwabohu in der City war so groß, dass Liz Truss nach nur einem Monat im Amt wieder ersetzt wurde durch den neuen Premierminister Rishi Sunak, der nun als Investmentbanker sicherlich gefeit ist vor solchen Experimenten. Aber die Frage stellt sich, was ist hier das nächste Land? Wir sind inzwischen so weit gekommen mit dieser Schuldenorgie, dass auch vermeintlich stabile Länder der Eurozone nicht über jeden Zweifel erhaben sind.
Es mag noch 5 Jahre dauern, es mag noch 10 Jahre dauern, es mag schneller kommen. Aber so wie der Kurs bislang gefahren wurde, geht es nicht. Der Staat muss wieder sagen, wenn er jemandem Geld geben will, wem anderen er das wegnimmt. Du kriegst was und dir und dir und dir nehme ich das weg. Er muss sie angucken und sagen, du genau. Und dann gibt es riesige Proteste und Widerstand und dann wird der Staat es nicht tun. Nicht? Und genau um das zu vermeiden, geht man diesen Schuldenweg. Das ist ja so einfach und so bequem. Aber es ist eben inflationär und weil es inflationär ist, gibt es Lasten. Die Lasten übertragen sich auf andere. Die Inflationsverluste sind jetzt schon riesig. Die Entwertung aller nominalwertgesicherten Ansprüche vom Jahresbeginn 2021 bis Oktober 2022 ist 12%. Also wir haben 14% Inflation im und vom 100 Rechnung und so weiter. 12% Entwertung stecken da schon drin. Betroffen sind Gehälter, Sparguthaben, Lebensversicherungsverträge, Mietverträge ohne Indexklauseln und so weiter. Jetzt aus der Sicht des Vermieters, ja, der hat da einen Mietanspruch und der erodiert. Also das sind alles gewaltige Umverteilungseffekte, die hier stattfinden. Es ist nicht so, dass der liebe Gott bei dieser Staatsverschuldung da irgendwie mithilft und Lasten vermeidet, sondern die Lasten werden nur diffus verteilt und keiner merkt so richtig, dass er betroffen ist oder wenn er es gemerkt hat, ist es zu spät und deswegen gibt es da weniger politischen Widerstand. Das ist ein Defekt unserer Demokratie, dass eben man immer wieder neigt, über Staatsverschuldung sich zu verschulden. Deswegen die ganzen Schuldenpakte und Schuldengrenzen und so weiter, aber Sie sehen, wie clever die Politiker sind, sie zu umgehen. Betroffen sind übrigens auch die Forderungen aus den Target-Krediten der Bundesbank, die zuletzt eine Höhe von 1,23 Billionen Euro hatten. Der Verlust darauf beträgt bereits seit Jahresbeginn 2021 148 Milliarden Euro in realer Rechnung. Das ist kein Pappenstiel. Das sind ja Forderungen, weil Geld, das anderswo geschaffen wurde, nach Deutschland überwiesen wurde, Güter wurden und vor allem Vermögensobjekte wurden gekauft, die gingen in die anderen Länder, die Vermögensobjekte sind da, die Bundesbank hat zum Ausgleich eine Ausgleichsforderung, die Kreditcharakter hat, will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, gibt es eine extra Vorlesung im Internet, können Sie nachschauen. So oder so, das ist Teil des deutschen Auslandsvermögens, offiziell so gerechnet. Und dieses erodiert jetzt allein durch diese Inflation über die Tagessätze um 148 Milliarden. In der Inflation schmilzt das Geldvermögen wie das Eis in der Sonne. Das ist halt das Problem. Und es gibt völlig ungeplante Umverteilungseffekte zwischen den verschiedenen Individuen, Schuldnern, Gläubigern, zwischen den Bürgern und dem Staat. Die einen gewinnen, die anderen verlieren. Es ist fast null per Saldo, es ist ein Nullsummenspiel, aber ein ungeplantes Nullsummenspiel, was in eine funktionsfähige Demokratie nicht hineingehört. Damit möchte ich meine Bemerkungen zu dieser Inflation jetzt erstmal beschließen und komme zum Teil 2 der Energiekrise. Es hat ja alles letztlich mit dem Klimaproblem zu tun. Wir wollen die große Energiewende und Putin kommt jetzt mit seinen Abschaltungen noch dazu. Das Klimaproblem ist eine Geißel der Menschheit. Also ich darf mal eine persönliche Bemerkung anfügen. Ich bin jetzt 20 Jahre lang am Unterrichten in Volkswirtschaftslehre, 50 Jahre lang dabei, Volkswirtschaftslehre zu unterrichten. In 72 habe ich das Examen gemacht, dann war ich Assistent und fing dann an. Ja? Und Umweltpolitik gehörte immer dazu, damals schon. Und ich kam dann nach Mannheim, 74, und da war Horst Siebert, der große Umweltökonom, bei dem habe ich viel gelernt und da haben wir nichts als Umweltpolitik gemacht, ja. Und insbesondere Ressourcenpolitik. Unter dem Einfluss des Club of Rome hatte man sich mit der Frage der Erschöpfbarkeit der natürlichen Ressourcen beschäftigt und theoretische Modelle gemacht und das vor und zurück und in alle Richtungen diskutiert.
Klima war noch nicht das Thema damals. Das Klimathema tauchte dann auf in den 90er Jahren. Ich persönlich habe mich damit erstmals beschäftigt dann. Und die erste größere Arbeit zum Klimaproblem habe ich 2007 geschrieben, die wissenschaftliche Arbeit. Und dann 2008 mein Buch geschrieben, das grüne Paradoxon, auch zum Klima. Da wird die gleiche Position bezogen, wie sie Greta hat. Insofern kann ich nur sagen, willkommen im Club, nicht? Greta ist 2003 geboren worden, da war sie 5 Jahre alt. Ich begrüße das, dass junge Leute sich dieser Sache annehmen. Denn ich hatte immer befürchtet, dass da eine riesengroße Externalität die Welt erwischt, ohne dass die Menschheit in der Lage ist, da in irgendeiner Weise vorzugehen. Und dann war der Versuch, durch rationalen Diskurs die Menschen darauf aufmerksam zu machen. Ich muss aber gestehen, der bloße Diskurs hat gar nichts Richtiges bewirkt. Was bewirkt hat, war die Emotionalisierung durch die Kampagnen, die gemacht wurden. Und Fridays for Future hat es eben geschafft, tatsächlich das Thema zu emotionalisieren. Und ich bin inzwischen zu der Auffassung gekommen, dass nachhaltige Veränderungen in der Wirtschaftspolitik überhaupt nur über Emotionalisierungswellen herbeigeführt werden können und nicht etwa durch den gelehrten Diskurs zwischen Clemens und mir. Trotzdem, wir sind hier in der Universität München und nicht irgendwo auf dem Marktplatz und wir müssen die Regeln des Diskurses, des rationalen Diskurses einhalten. Und so nützlich Fridays for Future im Grundansatz ist, so problematisch ist es dann doch in den Auswüchsen, weil man den kühlen Kopf vermisst. Es ist eine übersteigerte Bewegung geworden, wo man Realität und Fiktion nicht mehr so ganz auseinanderhält und Leute sich ankleben lassen auf der Straße mit der Befürchtung, dass in 3 Jahren die Welt verpufft, wenn wir jetzt nicht den CO2-Ausstoß reduzieren. Das ist natürlich ein absoluter Unsinn. Diese Prozesse gehen über viele, viele Jahrzehnte und Jahrhunderte. Es ist eine gewaltige Aufgabe der Menschheit, aber nicht etwas, was mit 2, 3, 4 oder auch 20, 30, 40 Jahren zu tun ist. Verantwortungsethik statt Gesinnungsethik ist, glaube ich, heute erfordert bei diesem Thema. So wichtig es im Grundsatz ist, wir müssen aber eine kluge, abwägende, funktionsfähige Politik entwickeln, ohne dabei sie alles kaputt zu machen und irgendwelchen Träumen hinterher zu jagen. Wir müssen wieder zum rationalen Diskurs bei dieser schwierigen Thematik, dieser emotional belasteten Thematik zurückkehren. Und man kann ja über Putin sagen, was er will. Er hat uns 2 Sachen gezeigt und gelehrt, die wir vorher nicht wussten. Erstens ist es nachlässig, keine vernünftige Armee zu haben. Die Welt ist doch nicht so friedlich, wie man so dachte. Das muss ich als Ex-Linker vor 50 Jahren, war ich das ja bei der 68er-Bewegung, war ich dabei, muss ich das anerkennen. Es ist einfach so. Und das Zweite ist, er hat uns gezeigt, dass die grüne Energie Gaskraftwerke braucht. Und das ist ein Thema, über das ich jetzt noch mal kurz sprechen will. In einer früheren Vorlesung habe ich da auch schon was gemacht dazu, nur mal einzelne Aspekte jetzt hier herausgehoben, die ich jetzt für die heutige Diskussion für wichtig halte. Es wird ja häufig gesagt, der grüne Strom würde uns von den konventionellen Energieträgern befreien und hätten wir früher die volle Entwicklung in grüne Energie gehabt, dann hätte uns Putin nichts antun können. Hört sich absolut plausibel an, stimmt aber nicht, denn der grüne Strom aus Wind- und Solarenergie, der braucht zwingend regelbare Kraftwerke wegen der vielen Dunkelflauten. Also das ist einfach ein flatterhafter Strom. Mal ist er da, mal ist er nicht da. Man braucht also ein
ein regelndes Gegengewicht, das raufgeht, wenn der grüne Strom runtergeht und umgekehrt. Sonst kann man den grünen Strom überhaupt nicht verwenden. Der ist eben nicht steuerbar, sondern der kommt, wenn die Natur es will. Im Gegensatz zu den konventionellen Energiequellen, wo ein Regler dran ist, den kann ich rauf und runter drehen. Und das ist da eben nicht der Fall. Und wegen des Doppelausstiegs aus Kohle und Atomstrom, den wir ja in Deutschland beschlossen haben, ist das Einzige, was hier noch als regelbare Energie bleibt, das Gas. Und jetzt ist das Gas auch weg. Und damit ist die grüne Energiewende ein Scherbenhaufen. Anders kann man das nicht bezeichnen. Der Ansatz funktioniert überhaupt nicht. Im Moment kriegen wir noch von den 200 Milliarden hier die so eine Placebo-Pille, dass wir das bloß nicht merken, in der Hoffnung, dass danach der liebe Gott den Krieg zu Ende macht, beendet und dann alles wieder gut ist. Aber eine Lösung in irgendeiner Form ist ja hier nicht in Sicht für dieses Problem. Ich zeige Ihnen das mal, indem ich diese Flatterhaftigkeit in diesem Bild, das ist jetzt die stundenweise Einspeisung von Wind- und Solarstrom in das deutsche Netz. Der Marktanteil war im Jahr 2019 33% durch diese Einspeisung. Sie sehen, das geht hier rauf und runter. Mal ist halt Sonne und Wind und dann schießen die Spitzen nach oben und mal ist die ist wenig, dann gehen sie runter, hin und her. Die Nachfrage der Verbraucher, das sind Haushalte und Firmen, ist allerdings auch ziemlich flatterhaft. Ein bisschen regelmäßiger, weil der Wochenrhythmus und so weiter hier reinspielt. Sie sehen das hier. Und wichtig ist, sich klarzumachen, die Differenz zwischen dieser gelben Kurve und der weißen Kurve, also das ist dann der Wind- und Sonnenstrom, die muss ausgeglichen werden, permanent durch regelbare Kraftwerke. Also Kohlekraftwerke, Gaskraftwerke, Atomkraftwerke, die so immer gefahren werden, dass genau diese Lücke ausgeglichen wird. In den Dunkelflauten muss sogar von diesen anderen Kraftwerken 100% des Verbrauchs gedeckt werden. Sie sehen, wir haben hier immer mal wieder so Phasen, wo die weißen Kurven unten fast anstoßen oder sehr niedrig sind. Und dann muss die gesamte Nachfrage nach Strom von den regelbaren Kraftwerken kommen. Mit anderen Worten, wir können kein einziges Kraftwerk einsparen, wenn wir in den Wind- und Sonnenstrom gehen. Wir können zwar die Kraftstoffe einsparen, aber nicht die Kraftwerke. Das heißt, die Anlagen, die Fabriken und so weiter, die Stadtwerke und so, die müssen da stehen und die ganze Belegschaft muss bezahlt werden. Gewehr bei Fuß müssen die Leute da verfügbar sein, um einzuspringen und zu produzieren, wenn eben kein Wind ist und keine Sonne scheint. Die Fixkosten dieser konventionellen Anlagen fallen weiterhin in vollem Umfang an. Wir können gar nichts einsparen. Wir können vielleicht substituieren, indem wir von der Kohle ins Gas gehen oder vom Atom ins Gas oder so innerhalb der Klasse. Aber in der Summe können wir nichts ersetzen. Und wenn wir jetzt in Zukunft alles mit Strom machen wollen, wir wollen also nicht nur den heutigen Bedarf mit Strom abdecken, sondern wir wollen unsere Autos elektrisch fahren und dann wollen wir die Häuser noch mit Wärmepumpen heizen und dann wollen wir die Prozesswärme der Industrie auch noch über Strom gewinnen, wobei der Strom dann verwendet wird, um Wasserstoff zu erzeugen und aus dem Wasserstoff kann ich dann also alle möglichen chemischen Produkte wiederherstellen. Ich kann die ganze organische Chemie replizieren mit dem Wasserstoff, wenn ich da CO2 dazufüge. Das sind also Ideen, ja. Aber dann brauchen wir mindestens 4-mal so viel Strom wie heute, wenn nicht 5-mal so viel. Allein die chemische Industrie würde, wenn sie all ihre Prozesse umstellen wollte auf Strom, was geht, ja, technisch geht,
so viel Strom gebrauchen, wie insgesamt in der Bundesrepublik Deutschland verbraucht und erzeugt wird. So, und wenn wir 3, 4, 5 Mal so viel Strom verbrauchen und konsumieren wollen in der Zukunft wie heute, weil die fossilen Brennstoffe mit ihren direkten Wirkungen dann ja weggedrängt sind, dann brauchen wir auch 3, 4, 5 Mal so viel konventionelle Kraftwerkskapazität, denn die Dunkelflauten bleiben ja. Ich kann ja ruhig entsprechend mehr Windflügel hinstellen und Solarpaneelen aufbauen. In der Dunkelflaute hilft das nichts. 5 mal 0 ist immer noch 0. Das heißt, die gesamte Versorgung muss dann kommen über die Komplementären. Wir müssen also richtige Doppelstrukturen aufbauen. Und von den Doppelstrukturen bleibt jetzt eigentlich nur noch das Gas übrig, weil die Kohle ja verboten ist und die Kernkraft auch. Das ist ein sehr, sehr peinliches Thema für die grüne Bewegung, denn mit diesem schmutzigen fossilen Element dieses grünen Stroms als Komplement wollte man sich gedanklich nicht beschäftigen und schon gar nicht in Wahlkampf reden. Das ist aber so. Und an diesem Faktum kann man auch mit Wunschdenken und geistigen Kapriolen nicht vorbeikommen. Vor kurzem hat Jochen Hohmann, der ehemalige Präsident der Bundesnetzagentur, hier bei Clemens Fuß beim IFO-Institut einen Vortrag gehalten. Und er hat mir erlaubt, einen Teil des Videos seines Vortrages zu zeigen. Ich spiele das mal ab. Wir werden Erdgas weiter gebrauchen. Und zwar, weil Erdgas auch der beste Partner ist der Erneuerbaren. Sie brauchen ja die Erneuerbaren, das Stichwort Professor Sinn, Zappelstrom. Die Erneuerbaren sind ja nicht gleichmäßig verfügbar, sondern es gibt viel, mal gibt es wenig. Und dann brauchen Sie nicht einen Partner, der Grundlast liefert, sondern Sie brauchen einen Partner, der sich darauf einstellen kann, der sozusagen die Lücken nachfahren kann, der die Flexibilität hat, um dann die Nachfrage zu bedienen. Und das ist typischerweise eine Gasturbine, die lässt sich nämlich so vergleichbar einem Flugzeugdüse sehr schnell rauf und runter fahren. Die Qualität war schlecht, aber er hat im Prinzip gesagt, man braucht keine Grundlast im System, sondern eine komplementäre Produktion. Das, was ich vorhin mit meinen Händen versucht habe darzulegen, die das abbildet. Wenn das eine hochgeht, kann das andere runtergehen und gegenläufig. Eine permanente, im Sekundentakt, im Minutentakt, im Stundentakt, im Tagestakt, im Wochentakt, im Monatstakt und im saisonalen Takt. Und das ist eigentlich das Hauptthema. Diese saisonale Schwankung in der Stromproduktion, in der grünen Stromproduktion. Da komme ich gleich noch drauf. Wenn das Gas aus Russland nicht mehr kommt, muss man andere Alternativen suchen. Und bevor man jetzt langfristig das richtig große Rad dreht, muss man kurzfristig überleben. Kurzfristig heißt hier mal für die nächsten 10 Jahre. Alles, was hier technisch sonst, was man im Auge hat, steht ja noch nicht zur Verfügung. Das ist ja noch nicht ausgereift. Also man braucht neue Pipelines. Wir müssen sehen, wo wir das Gas kriegen. In Norwegen, in Großbritannien, Algerien oder Israel, die neue Gasfunde gemacht haben. Wir brauchen wesentlich mehr Speicher, höhere nationale Sicherheitsreserven als bislang. Die Speicher halten ja für 1,5 Monate nur, die wir haben, wenn da kein Gas mehr kommt. Das reicht hinten und vorne nicht. Wir brauchen ein Vielfaches der Speicherkapazität. Aber so teuer soll das ja wohl nicht sein, das kann man einrichten. Und wir brauchen Flüssiggas aus Übersee. Da sind das erste schwimmende Schiff da. Das Schiff mit der entsprechenden Anlage bei Wilhelmshaven wird jetzt in Betrieb genommen in Kürze. Und dann haben wir schon ein bisschen, aber das ist ein klitzekleiner Beitrag im Vergleich zu dem, was da nötig ist. Ist alles sehr, sehr teuer, weil das Gas muss ja komprimiert werden und gekühlt werden, dass es also dann überhaupt transportfähig ist, nicht, mit Schiffen. Dann geht viel Wärme verloren und diese Wärme muss man nachher wieder zufügen, damit es wieder normale Temperatur- und Druckverhältnisse erreicht. Also da geht ein erheblicher Anteil der Energie schon verloren. Das macht es sehr, sehr teuer.
Aber Fracking ist eine Möglichkeit. Wir haben im Nordwesten unseres Landes noch eine ganze Menge von Gaslagerstätten, die man nutzen kann. Und die konnte man relativ rasch mit diesem neuen Verfahren, was die Amerikaner entwickelt haben, aktivieren. Dann würde man 14 Jahre Russengas zumindest mit den Beständen ersetzen können und hätte auf diese Weise mal einen gewissen Übergang. Und Kohle, ja, das hat die Grüne, die Bundesregierung ja beschlossen und das Wirtschaftsministerium auch vorgeschlagen, dass wir jetzt mehr Kohlestrom haben, aber das ist eigentlich gar nicht schön, denn die Kohle hat doppelt so viel CO2 pro Energieeinheit Ausstoß wie das Gas. Und mehr Atomkraft. Deutschland ist nun mal, das wissen Sie auch aus meinen früheren Vorträgen, der Geisterfahrer auf der Autobahn. Es gibt kein anderes Land auf der Erde, das noch aussteigt. Alle, die mal aussteigen wollten, sind vom Ausstieg schon wieder ausgestiegen. Die Schweden als erste nach Harrisburg, 1979 war Harrisburg, 1981 haben sie den Beschluss gefasst, 2016 den Grundlagenbeschluss, dass sie wieder reingehen. Und die Holländer konnten so heute Morgen in der FAZ lesen, bauen zu ihrem vorhandenen einen Atomkraftwerk jetzt noch zwei neue dazu. Also alle gehen sie wieder rein. Ein riesiges Revival der Atomkraft hat hier eingesetzt. Und es gibt nur ein Land, welches den formalen Beschluss zum Ausstieg getroffen hat auf der ganzen Erde. Das ist die Bundesrepublik Deutschland. Kein Problem, wir wissen es halt, wie es geht. Die anderen liegen halt alle falsch. Könnte man die Glättung des volatilen Stroms eventuell mit anderen Speichern anstatt mit konventionellen Kraftwerken als Lückenbüßer bewerkstelligen? Das wäre ja auch noch eine Möglichkeit. Man könnte ja versuchen, mit riesigen Speichern den Strom, der da ab und zu viel ist, erstmal aufzufangen und wieder einzuspeisen ins Netz zu einem späteren Zeitpunkt. Wie groß ist das Speichervolumen, das nötig ist? Das lässt sich direkt, unmittelbar und völlig unmissverständlich und undiskutierbar im Kern berechnen aus den Zahlen, die ich Ihnen gezeigt habe. Das ist das Speichervolumen, das wir brauchen, oder ist der Speicherinhalt in Terawattstunden, den man hätte, wenn man jetzt in Deutschland auf die Glättung durch Parallelkraftwerke verzichten wollte, sie nur in fester Grundlast fahren wollte und die ganze Glättung über Speicher machen wollte. Dann wäre der Speicherinhalt, so ist das hier gerechnet, am Jahresanfang und Jahresende gleich. Irgendwann wäre der Speicher null, das ist hier Ende Februar. Und irgendwann ist er richtig schön voll, das ist im Oktober, 10 Terawattstunden. Naja, ist es viel, ist es wenig? Da komme ich noch dazu, es ist sehr, sehr viel. Man kann das theoretisch machen über Speicher. Und man müsste aber natürlich in Zukunft noch mehr speichern, denn man will ja den grünen Strom ausweiten. Man will ja nicht bei 33% Marktanteil stehen bleiben. Nicht? Das ist hier 33%. Wenn ich jetzt mal aufs Doppelte gehe, auf 66%, dann sieht die Kurve so aus. Die kann ich auch glätten. Und kann damit mit der einen Kurve die andere bedienen und dann ist da im Hintergrund noch eine feste Grundlastversorgung von anderen. Und ich kann sogar auch Richtung 100% grünen Strom gehen. Jetzt haben wir ja sowieso schon auch noch regelbaren grünen Strom, aber wenn ich jetzt nur mal die Verdopplung nehme auf 66%, dann sieht die Kurve so aus. Ich komme gleich zu dem anderen Fall von 100%. Sie sehen, der Speicher wird zweimal leer. Das Maximum liegt hier im Juli, dann ist er richtig voll. Und so zum Beispiel ist er richtig leer Anfang Dezember. Das heißt, von Juli bis Dezember muss ich irgendwie die Energie transportieren über diese Speicher. Im Juli ist er voll, im September ist er leer, es sind 5 Monate. Es sind also nicht nur die Fluktuationen, wo das Thema Flugzeugturbine geht, wie Herr Hohmann das vorhin gesagt hat, die ich sekundenweise schneller rauf oder runter fahren lassen kann, sondern auch diese langen Wellen. Nicht? Es gibt Langwellenradio, Kurzwellenradio, Mittelwellenradio, das ist hier auch.
Ja, und diese langen Wellen über das ganze Jahr hinweg sind doch das Problem. Wir müssen hier über 5 Monate hinweg die Energie speichern, um in den Dunkelflauten Anfang Dezember dann noch zurechtzukommen. So, und jetzt mal das nächste Experiment. Wir gehen auf 100%. Der sonstige grüne Strom ist 11,5%. Ich sehe nicht, wie man den erweitern kann. Das Thema Teller oder Tank ist ja ein ethisches Thema größerer Art. Also Bioenergie kann man kaum ausweiten. Neue Talsperren können wir auch nicht bauen. Dann müssen wir also mit dem Wind- und Sonnenstrom praktisch auf 88,5% Marktanteil gehen. Und dann hätten wir zusammen mit dem sonstigen Grünstrom den 100%. Ja? Dann sieht diese Speicherkurve so aus, wie hier dargestellt. Sie sehen, immer noch ist er leer Anfang Dezember. Und der maximale Füllstand und damit die Kapazität des Speichers ist 21 Terawattstunden. Was heißt 21 Terawattstunden? Wie könnte ich das denn hinbringen? Und die müsste ich also dann verwenden, um die Energie bis in den Dezember zu transportieren. Gibt es Pumpspeicher für 21 Terawattstunden? Wie viele Pumpspeicher haben wir? Wir haben 35 Pumpspeicher und die gesamte Kapazität ist gerade mal 2 Promille der nötigen Speicherkapazität, die wir heute haben. Und das eine Speicherkraftwerk am Jochberg, das hier in Bayern gebaut wurde, ist wieder abgeblasen worden, weil die Bauern mit der Sense kamen. Also es geht gar nicht. Norwegen. Wenn wir dicke Leitungen nach Norwegen, und die haben doch so viele Pumpspeicher. Norwegen, in Wahrheit keinen einzigen. Wir haben Talsperren, das ist kein Pumpspeicher, wo ich Energie reinstecken kann und das Wasser wird erstmal hochgepumpt. Das brauchen die gar nicht. Die könnte man da bauen. Also es gibt ein großes EU-Projekt der Geologen, das hat viel Geld gekostet, Millionen, wo die Forscher verschiedener Länder zusammengeschaltet wurden. Die haben ausgerechnet, dass man bei, zum Beispiel, wenn man einen Stromverbund von den Alpen bis Norwegen machen würde, wo Deutschland in der Mitte liegt, dass man 1,6 Terawattstunden Speicherkapazität schaffen könnte. Das ist aber eine Vervielfachung, etwa eine Verachtfachung der Speicherkapazität von heute. Wenn man das alles bauen würde, hätte man 1,6 Terawattstunden statt 21. Also da kommen wir nicht weiter. Pumpspeicher sind wirklich nur kurzfristige Puffer. Im Tagesrhythmus kann da irgendwas gemacht werden, aber nicht, um die saisonalen langen Wellen abzufangen. Autobatterien. Jetzt haben wir doch die elektrischen Autos, die haben ja diese fetten Batterien drin, die können ja den Strom speichern. Na wirklich? Die Autos brauchen ja ihre Batterien selber, um zu fahren. Ja, die müssten jetzt im Juli an die Batterietankstelle, an die Stromtankstelle fahren und ihre Akkus vollladen, damit sie bis zum Dezember damit fahren. Also zwischendurch nicht nochmal an die Tankstelle, sondern das müssen sie selber speichern. Das geht natürlich überhaupt nicht. Selbst E-Autos mit einem großen Akku von 100 Kilowattstunden brauchen bei einer Laufleistung von 15.000 Kilometer im Jahr für 5 Monate circa 15 Ladungen. Also Sie müssten dann im Juli auf einmal diese 15 Ladungen da reinpacken, dann brauchen Sie auch 15 mal so schwer viel Batterien. Eine Batterie wiegt eine Tonne bei so einem guten Auto und dann schleppen Sie also 15 Tonnen Batterien mit sich. Alles absolut unmöglich. Großtechnische Batterien. Die größte Batterie Europas ist die Big Battery an der Lausitz, hier in Deutschland. Die kostete 500 Euro pro Kilowattstunde. Danach würde ein Speicher für 20 Terawattstunden 10 Billionen Euro kosten, also das 2,5-fache des deutschen Bruttoinlandsprodukts, um Ihnen ein Gefühl zu geben. Nein, mit Batterien kommen wir da überhaupt nicht hin. Batterien können genutzt werden, um die ganz kurzen Fluktuationen zu glätten, aber das ist es dann auch. Also die ganz, ganz kurzen Wellen und nicht die langen saisonalen Wellen. No chance, keine Möglichkeit.
Die fest installierten Batterien übrigens in den Häusern, das wird ja immer populärer, haben heute in Deutschland eine Kapazität von 2 Gigawattstunden. Das ist ein 1/10 Promille der für eine grüne Vollversorgung benötigten Speicherkapazität. Sobald man rechnet, zerplatzen hier manche Blütenträume. Nun haben auch andere gerechnet. Und Sie mögen ja sagen, der Sinn, der hat hier ein Bias. Das wird einem ja immer vorgeworfen, wenn man ein Argument bringt. Man vertritt hier irgendwessen Interessen. Das kann ja nicht einfach die Erkenntnis sein. Ich versichere Ihnen, keinerlei Interessen, keinerlei Kontakt zu irgendeiner Industrie. Null. Ja? Und schauen Sie sich mal an, was die ACATEC, die Leopoldina und die Union der Akademien der Wissenschaften dazu sagt. Die haben sogar Folgendes gemacht. Sie haben gesagt, jetzt müssen wir vielleicht nicht alles speichern. Wir können eine Mischung machen. Wir machen die konventionellen Anlagen als Puffer und nur die überschießenden Spitzen speichern wir es, also ein bisschen weniger. Geht es dann vielleicht? Und die Antwort lese ich Ihnen vor, wörtlich zitiert. Es ist aber völlig unrealistisch und selbst bei stark sinkenden Kosten für Batteriespeicher nicht bezahlbar, so große Mengen Kurzzeitspeicher zu installieren, dass auch längere Phasen einer hohen Stromproduktion aus Sonne und Wind gespeichert werden können. So, und wenn Sie mir nicht glauben, also an denen kommen Sie nicht vorbei. Die Leopoldina ist die Obereinrichtung hier der Akademien der Wissenschaften. Da kommen Sie nicht vorbei. Trotzdem gibt es im Netz immer wieder irgendwelche Leute, die da irgendwas behaupten und angeblich ausgerechnet haben. Es ist doch jenseits des Seriösen. Und ich bin so frei, meinen eigenen Aufsatz aus dem European Economic Review aus dem Jahr 2017 hier zu erwähnen, wo ich zu dem gleichen Ergebnis kam. Ja, also was bleibt? Es bleibt nur der Wasserstoff. Wasserstoff gibt es ja nicht natürlich. Gibt es immer nur im Sinne einer Batterie. Wasserstoff ist nur eine Batterie. Das heißt, Sie müssen mit Strom über Elektrolyse Wasserstoff machen. Dann haben Sie den Wasserstoff. Und sobald Sie den verbrauchen, ist er weg. Es ist wie die Ladung einer Batterie. Es ist viel besser als Batterien, weil sie da unbegrenzte Kapazitäten haben praktisch und auch zu geringen Kosten speichern können. Das ist tatsächlich eine ganz andere Welt. Und ich sagte schon, mit Wasserstoff kann man die organische Chemie nachbilden. Wenn Sie Wasserstoff haben, können Sie auch E-Fuels machen, die ganzen Treibstoffe für die Verbrennungsmotoren und so weiter. Aber 3/4 der Energie geht verloren. Wenn Sie aus Strom Wasserstoff machen, also aus der Bewegungselektrowelt in die Chemie-Wärmewelt gehen und wieder zurück aus der letzteren in die Strombewegungswelt, dann sind 3/4 der Energie weg. Das liegt an fundamentalen Gesetzen der Entropie, die auch die besten Ingenieure nicht überwinden können. Und nicht zu vergessen, Wasserstoff ist das leichteste aller Elemente, versprödet alle Materialien. Das heißt, Sie können jetzt nicht einfach Wasserstoff durch ein Gasnetz leiten, das geht gar nicht. Das müssen ganz andere Materialien sein. Es gibt Netze, die man bauen kann, die für beides geeignet sind, aber nicht die alten. Und wenn Sie es auch optimal bauen, die Materialien gehen schnell kaputt und Sie müssen alle Nase lang die Leitungen ersetzen. Das wird also schon für den bloßen Transport eine ganz teure Angelegenheit. Und nicht zu vergessen, Elektrolyseure brauchen, also die Geräte, mit denen aus Strom Wasserstoff gemacht wird, um wirtschaftlich arbeiten zu können, selbst einen kontinuierlichen Strom. Die können diesen Flatterstrom auch nicht gebrauchen. Denn der führt ja dazu, dass die Kapazität nur ganz selten mal ausgenutzt ist. Und meistens ist da eine Überkapazität, die Geld kostet. Das heißt, Sie setzen etwas voraus, was Sie selbst eigentlich mit dem Wasserstoff erst noch schaffen sollen, nämlich den kontinuierlichen Strom. Da beißt sich die Katze in den Schwanz. Das ist hier auch noch nicht durchdacht. Man führe sich mal vor Augen, was das EU-Parlament gerade beschlossen hat. Das Parlament will die Wasserstoffproduktion mit normalem, kontinuierlich fließendem grünen Strom aus dem europäischen Netz ermöglichen. Hört sich irgendwie nicht schlecht an. Aber es bedeutet,
bis sie plötzlich doch was Kontinuierliches daraus ziehen, statt den Flatterstrom. Und dadurch, dass sie das tun, automatisch implizit fossilen Strom nehmen. Wenn nämlich nicht überschießende Stromspitzen, nicht den Verbrauch überschießende Spitzen verwendet werden, ist es stets ökologischer, den grünen Strom direkt für die Zurückdrängung fossiler Stromquellen zu verwenden, als für die Produktion von Wasserstoff. Andernfalls würde ja der Wasserstoff faktisch aus fossiler Energie gewonnen. Es macht ja keinen Sinn, aus fossiler Energie Strom zu machen, aus dem Strom Wasserstoff, damit ich mit dem Wasserstoff die fossile Energie zurückdrängen kann. Dann dränge ich sie doch lieber gleich zurück. Das heißt also, alles, was ich im Normalbetrieb, nicht im Fall der überschießenden Spitzen, an grünem Strom habe, muss ich erstmal verwenden, um den fossilen Strom zurückzudrängen und nicht etwa Wasserstoff zu produzieren. Das gilt auch für die französischen Elektrolyseure, die mit grünem Atomstrom arbeiten sollen. Wenn da Atomstrom zur Verfügung steht, dann nehme ich ihn doch lieber im europäischen Netz und dränge mal in Polen und in Deutschland die fossilen Quellen zurück, statt irgendeinen Tropfen Wasserstoff zu produzieren. Trotzdem wette ich mit Ihnen, die EU wird ein Fördersystem errichten, wo genau diese Art von Tätigkeit herauskommt. Das heißt, wir vergrößern die Ineffizienz des ganzen Systems und machen es noch schmutziger als vorher, rufen riesige Kosten hervor. In Frankreich ist man schon auf dem Trip, das ist ein ganz großes Thema, die Wasserstoffproduktion. Die Deutschen wollen so gerne Wasserstoff, wir haben den Strom, jetzt liefern wir ihnen den Wasserstoff. Ist viel lukrativer, als ihnen direkt den Strom zu liefern. Nein, das ist alles unausgegoren und funktioniert so nicht. Es ist auch unökologisch. Eine Ausnahme muss man machen, das ist der Wasserstoff aus den Wüsten der Welt, die nicht über Stromleitungen verbunden sind mit Europa. Dann habe ich nämlich nicht die Option, den dort erzeugten Strom zum Zurückdrängen des hiesigen Fossilen zu verbrennen. Es bleibt mir nur eine Möglichkeit, die Energie aus der Sahara hierher zu transportieren, indem ich da erstmal Wasserstoff mache oder gar aus Australien. Und das geht ganz gut. Man kann also mit Stickstoff den Wasserstoff verbinden, dann entsteht Ammoniak und Ammoniak kann viel leichter transportiert werden. Man muss nur auf minus 30 Grad abkühlen, dann wird es schon flüssig, während der Wasserstoff ganz stark gekühlt werden muss und dadurch riesige Kosten verursacht. Und eine Ammoniakwirtschaft gibt es schon, es gibt solche Tanker. Also das wäre der Transportweg für Wasserstoff aus den Wüsten der Welt. Aber machen wir uns nichts vor. Teuer, 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 teuer. Und wenn wir jetzt diesen Wasserstoff verwenden, damit wir hier Stahl produzieren oder chemische Produkte produzieren, die wir dann in die Welt verkaufen, macht das Sinn? Ja, dann subventionieren wir diese Güter für letztlich die Verbraucherländer. Es ist dann, glaube ich, wirtschaftlich besser, dann die Produktion sofort in diese anderen Länder zu verlegen. Also es sind riesige wirtschaftliche Herausforderungen, die erst in den nächsten Jahrzehnten wirtschaftlich und technisch tragfähige Alternativen darstellen, wenn überhaupt. Und was macht die Politik? Stellt sich diesem Thema nicht wirklich? Wenig Initiative, um konstruktive Lösungen zu finden, stattdessen Verbote, Verbote, Verbote. Abschaltung der AKWs 2023, Verbrenner aus bis 2035, Kohleausstieg bis 2030 und in der Phase von 30 bis 38, Erdgasausstieg bis 2045. Alles bereits beschlossen. Da muss ich als Bundestagsabgeordneter nicht viel wissen, da reicht ein gutes Gefühl und eine schöne Gesinnungsethik. Ich sehe einen Missstand, ich verbiete das einfach und der Rest wird sich zeigen. Das ist die Politik. Aber so geht das nicht. Ich verweise hier auf einen Text, der unter der Leitung von Clemens Fuest entstanden ist und in der FAZ und auch beim IFO-Institut veröffentlicht ist. Die Hauptmaxime einer rationalen Energiepolitik müssen heute sein,
muss sein, Abschaltung bestehender Anlagen erst, wenn grüne Anlagen tatsächlich als voll funktionsfähige, replizierbare und wirtschaftliche tragfähige Alternativen bestehen. Das bloße Wolkenkuckucksheim, was ein Fraunhofer-Institut hier formuliert, reicht nicht aus. Es muss da stehen. Man muss sehen, dass es funktioniert. Man muss die Anlage, die funktioniert, replizieren können. Vorher darf man die anderen nicht abschalten und diese Verbote nicht aussprechen. Es wird ja hier in München neues Krankenhaus gebaut in Großhadern. Was die Bundesregierung, diese und die vorigen, getan haben, ist zu sagen, also jetzt machen wir ein festes Ausstiegsdatum für das alte Krankenhaus und dann gibt's das nicht mehr. Und das tun wir unabhängig von der Frage, ob das neue Krankenhaus denn schon da ist oder nicht. Das wird sich dann fügen. Aber Sie wissen, wie lange das dauert und welche Schwierigkeiten in der Praxis selbst bei solch einem bekannten Projekt wie einem Krankenhaus auftreten. Das dauert immer Jahre mehr, als man geplant hat. Das geht so nicht. Eine solche Politik ist bequem, aber unverantwortlich. Unverantwortlich gegenüber der Wirtschaft unseres Landes, unseren Kindern, unserer Zukunft. So geht es eben nicht. Gesinnungsethik alleine reicht bitte nicht. Das ist so bequem, mit moralischem Impetus hier irgendwas zu fordern. Es reicht nicht. Man muss sich mit der Technik und den Fakten beschäftigen, was hier überhaupt geht und was nicht geht und wie es dann geht. Wir sind ja nicht gegen das Ziel. Es ist ja alles richtig. Aber man kann sich doch nicht wegdrücken und moralische Urteile in der Politik heranziehen, statt eben verantwortungsethische Analysen vorzuschalten. Das ganze Zielsystem in der Klimapolitik ist utopisch. Hier sehen Sie die CO2-Emissionen seit 1990 für die EU und für Deutschland. Links ist 1990, rechts ist 2050. Von 100% will man hier auf 0 in 2050 oder schon ein bisschen früher. Zwischenziele hat man im Kyoto-Abkommen definiert. Die EU hat sich gegenüber 1990 zu 20% Einschränkungen verpflichtet, Deutschland zu 40. EU ist ja Deutschland dabei, das heißt, die anderen EU-Länder haben sich zu weniger als 20 verpflichtet, nicht? Weil der Durchschnitt 20% Einschränkung ist. Das ist das, was passiert ist. Der EU-Durchschnitt ist tatsächlich gefallen und in Deutschland auch. Corona hat hier die letzten Jahre auch noch geholfen. Das ist jetzt hier allerdings nicht drin, weil das bis 2020 geht. So, wie geht's weiter? Naja, die Ziele sind alle definiert. EU will hier runter auf 55% Reduktion bis 2030. Deutschland will um 65% runter. Die EU will um 100% runter bis 2050. Und Deutschland will das über eine Zwischenstufe hier bis 2040 dann bis 45 erreicht haben. Ich sage Ihnen, das ist ein Programm zur Deindustrialisierung Deutschlands. Es sei denn, die Wettbewerber machen das mit. Wenn sie es nicht mitmachen, ist es das. Warum soll ich denn die teure Produktion, die dann hier erzwungen wird, in Deutschland lassen? Die Firmen werden scharenweise dieses Land verlassen und in andere Länder gehen, die eben weniger grün getaktet sind, auch vielleicht verantwortungslos agieren und dort ihr Geschäft machen. Die Utopie wird vielleicht auch an dem folgenden Kuchendiagramm klar. Das ist der Energiemix in Deutschland, der Anteil am Primärenergieverbrauch, Zahlen des Bundeswirtschafts- und Energieministeriums und Umweltministeriums. Alles offizielle Zahlen. Das ist der Mineralölanteil, ungefähr ein Drittel. Das ist Gas, ein gutes Viertel. Das ist die Biomasse. Das ist Wind und Solar, Wasserkraft, Solarthermie, übrige erneuerbare Energien, erneuerbare insgesamt 16,5% im Jahr 2020. Braunkohle 8%, Steinkohle auch so ungefähr, Kernenergie noch 6% im Jahr 2020. Inzwischen sind ja schon 3 abgeschaltet und die anderen 3 sollen noch.
Also das ist der deutsche Energiemix. Und dann gibt es hier noch sonstige Energieträger, die aber auch im Wesentlichen fossil sind. Und jetzt wollen wir hier diesen Zwackel, den Wind- und Sonnenstrom, den wollen wir ausdehnen, um das, was da alles wegfällt, zu ersetzen. Was fällt weg? Kernenergie fällt jetzt nächstes Jahr schon weg, wenn es so bleibt. Dann sollen 2035 die PKWs nicht mehr fahren. Das bedeutet, von dem Mineralölteil, Kuchenteil, fällt das weg. Dann ab 2038 gibt es keine Kohle mehr. Ab 2045 gibt es kein Gas und kein Mineralöl mehr. Und dieser kleine Zwackel, dieser gelbe Zwackel, soll jetzt den Rest ersetzen. Oder es kommen die Tanker aus Australien mit dem Wasserstoff vielleicht. Also ich sage Ihnen, das sind ja nur noch 23 Jahre. Ich weiß, was 23 Jahre sind. Wenn man 75 Jahre alt wird, wie ich im Frühjahr werde, dann ist das ein Klacks, wupp, ist das weg. Das geht so schnell, man kann gar nicht so schnell gucken und die Jahre sind verschwunden. Nie im Leben wird es auch nur annähernd möglich sein, dieses Programm zu realisieren. Wie kommt es, dass man solche Ziele setzt? Es ist ja schön, wenn man sich Ziele setzt, aber Ziele, die gar nicht realisiert werden können, was offenkundig ist. Ich rede ja nicht über Dinge, die man so oder so rechnen kann. Das ist offenkundig. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, es ist so bequem, über die lange Zukunft zu reden, und dann ist man selber nicht mehr an der Macht und dann kann man sich auf die Brust klopfen, ich war jetzt grüner als ihr und dann machen wir das mal irgendwie. Und die anderen müssen, die nachfolgenden Generationen müssen das dann umsetzen. Wie sollen sie das denn nur machen? Und ich frage mich auch, was das deutsche Verfassungsgericht hier eigentlich gemacht hat mit seinem entsprechenden Urteil, das also von einem festen Kohlenstoffbudget ausgeht, das wir also nur noch zur Verfügung haben bis 2045. Was wird eigentlich geschehen? Das ist eine echte Verständnisfrage. Wie wird das Gericht sich verhalten, wenn es merkt, es kommt nicht, die Realität kommt nicht annähernd dieser Idee nach? Nicht annähernd. Da muss doch mal irgendwie dann das Erwachen kommen und man sagen, ja, was ist denn mit unserem Gericht? Das hat das aber vorgeschrieben. Sollen wir jetzt den kollektiven Selbstmord der Industrie betreiben, weil das Gericht das vorgeschrieben hat? Oder, also, ich weiß nicht. Ist eine echte Frage, was passieren wird an die Juristen auch. Wie kriegen die Kurve, um mit der Realität irgendwie sich in Übereinstimmung wieder zu befinden? Ich weiß es nicht. Ich kann auch nur sagen, also als Ökonom ist das eines der komischsten Urteile, das ich je gelesen habe vom Verfassungsgericht. Gibt es überhaupt ein Kohlenstoffbudget? Da haben wir uns alle dran gewöhnt. Ich war anfangs nicht so öffentlich dagegen, aber jetzt sage ich es mal in aller Deutlichkeit. Es gibt es nicht. Die Idee, dass da eine feste Menge an Kohlenstoff nur zu verwenden ist, weil wir ein 1,5-Grad-Ziel haben und weil dann die Erde verpufft, wenn wir darüber hinausgehen, das ist einfach Quark. Das stimmt so nicht. Das sind gegriffene Zahlen. Ich habe mich wirklich Jahrzehnte mit dem Thema beschäftigt. Ich weiß, dass das so nicht stimmt. Das sind gegriffene politische Zahlen und die werden so dargestellt, als seien es naturwissenschaftliche Wahrheiten. Ich weiß, die Idee kommt von Potsdam. Da ist mein ehemaliger Student Ottmar Edenhofer, den ich unheimlich schätze, der Großes geleistet hat. Der hat das immer propagiert. Und ich habe gesagt, nein, das kann so nicht sein. Wir müssen eine intertemporale Effizienz realisieren und das heißt, wir müssen langsam weniger nehmen, aber wir dürfen noch nicht sagen, irgendwann ist Schluss und dann ist das ein festes Budget. Das folgt überhaupt nicht aus der Theorie. Lässt sich gar nicht herleiten. Naja, da wir das gleiche Ziel hatten, erstmal mit dem Ausstieg zu beginnen, war das anfangs nicht so ein großer Unterschied. Aber die Zeit rückt voran und heute ist das ein Riesenunterschied, ob ich sage, 2045 ist wirklich Schluss oder es geht allmählich so runter im Laufe der Zeit. Das ist ein Unterschied und dieser Unterschied wird immer deutlicher, je näher wir uns dieser magischen Zahl 2045 nähern. Ich habe selbst publiziert zur Solow-Stiglitz-Effizienzbedingung, die 1974 veröffentlicht wurde. Das ist eine intertemporale Pareto-Bedingung über die gesellschaftlich optimale Struktur zwischen dem Vermögen auf der Erde und unter der Erde, welches wir unseren Kindern vermachen. Unter der Erde die Bodenschätze, das Öl, auf der Erde halt die Häuser, die Maschinen und so weiter und dann noch der Schmutz in der Luft, der CO2-Schluft.
Schmutz in der Luft. Das habe ich dann dazugefügt zu dieser Solow-Stiglitz-Effizienzbedingung und habe sie ein bisschen modifiziert, um das noch zu berücksichtigen. Ja? Da kommt aber eben nicht heraus, dass es ein Kohlenstoffbudget gibt. Gibt es nicht. Sondern es gibt nur eine Verlangsamung der Extraktion, sodass man insgesamt weniger schnell die Erderwärmung hat. Aber eine feste Grenze gibt es nicht. Es gibt auch keine Temperatur, wo man sagen kann, jetzt explodiert die Erde, dann verpufft sie oder so. Dazu war sie viel zu heiß in der Geschichte mehrfach, ohne zu verpuffen. Das sind alles stabile Gleichgewichte. Wir wollen ein schönes Gleichgewicht. Wir wollen nicht dieses heiße Gleichgewicht, welches passieren kann. Man muss bremsen, gar keine Frage. Aber jetzt ist es wieder das, die Frage von Maß und Mitte. Daran darf ich erinnern, nicht die absolute Frage. Wir sind alle für diese Politik. Grundsätzlich bin ich für die grüne Energie. Wir müssen in die Richtung gehen. Das ist wirklich keine Frage. Aber wir müssen es abwägen. Die Verhältnismäßigkeit muss gewährleistet sein. Das ist ein schwieriges Thema, eignet sich nicht so ohne weiteres für die öffentliche Kommunikation, aber man kommt nicht drum herum. Und ich könnte einen eigenen Vortrag, das hatte ich sogar erwogen, speziell zu diesem Thema des Kohlenstoffbudgets halten. Und dann habe ich mit Clemens Fuß da nochmal gesprochen. Es wäre für eine solche öffentliche Vorlesung zu schwierig, weil da doch eine Menge Mathematik und so weiter, das kann man da nicht bringen. Es gibt eben auch ein paar Wahrheiten, die einfach mehr im engeren Kreis zu diskutieren sind. Mein letzter und vielleicht auch wichtigster Punkt in dieser Vorlesung ist der Unilateralismus. Also, dass man etwas tut, was gut ist, was die anderen nicht tun. Macht es Sinn, so vorzugehen? Ist es überhaupt so? Ist nicht die ganze Welt im Pariser Abkommen schon koordiniert und wir alle sind der Meinung, man muss jetzt grüne Politik machen, wir haben ja alle uns da verpflichtet, dieser Politik, dann können wir das ja auch tun, was wir tun, weil die anderen es ja auch tun. Wie ist das denn? Nun, im Pariser Abkommen hat nur eine Minderheit von 61 von 191 Unterzeichnerländern eine verbindliche quantitative Emissionsbeschränkung beim CO2 akzeptiert. Die anderen haben eigentlich nur gesagt, ja, ja, ihr 61, macht ihr mal, beschränkt ihr das mal. Wir finden es im Prinzip gut, also wir begrüßen diese Ziele, aber haben sich auf nichts, aber auch gar nichts festgelegt. Indien, China, nichts, 0, nichts. Und die Klimakonferenzen, das haben Sie ja jetzt in Ägypten gesehen, sind gar keine Veranstaltungen zur Lösung eines kollektiven Problems der Menschheit mehr, ein Externalitätenproblem, sondern sind reine Schadenersatzprozesse geworden, wo die Länder der dritten Welt sagen, ihr habt uns den Wasserspiegel steigen lassen, ihr macht es bei uns so heiß, ihr seid schuld, jetzt zahlt uns bitte einen Ausgleich. Aber das hat mit der alten Idee im Pariser Abkommen, die Mengen zu beschränken, zum gegenseitigen Vorteil nichts mehr zu tun. Die grünen Länder, nach der Definition, die ich gerade gebraucht habe, implizit, dass sie eben im Pariser Abkommen, im Anhang ist das ja genau spezifiziert, wenn Sie den durchgehen für jedes Land, die sich zu einer Mengenbeschränkung hier verpflichtet haben, emittieren gerade mal ein Drittel des CO2-Ausstoßes der Welt. Das ist dieser Zwackel. China gehört nicht dazu. Das ist genauso viel, wie China emittiert. China emittiert selber so viel, wie die grünen Länder in Anführungsstrichen hier emittieren und wegnehmen wollen. Wer ist denn grün? Die USA sind grün mit 12,6, die EU mit 7,3% des Welt-CO2-Ausstoßes. Russland ist auch erstaunlicherweise dabei, hat das nach dieser Definition grünen Länder, denn sie haben eine quantitative Beschränkung akzeptiert. Japan ist dabei, Kanada ist dabei und noch einige andere. Und dann gibt es bei denen, die nicht dabei sind, auch noch wiederum welche, Indonesien, die man hier erwähnen kann, Saudi-Arabien, Südkorea, Iran, die internationale Schifffahrt, Indien. Und dann gibt es viele, viele kleine Länder, die zum Teil zur einen Gruppe und zum Teil zur anderen Gruppe gehören. Das ist die wirkliche Statistik. Bei denen, die hier in dem grünen Zwackel sind, muss man aber Fragezeichen machen. Gehört Russland wirklich dazu? Sind die wirklich grün?
obwohl sie es da hingeschrieben haben in dem Vertrag. Und was ist mit den USA? Wie grün sind die USA? Immerhin hat der Senat in Amerika das Abkommen, das Pariser Abkommen, nicht ratifiziert. Es hat also noch nicht Rechtskraft erlangt. Sodass also in Wahrheit der Anteil der wirklich grünen Länder noch viel kleiner ist als dieser grüne Zwackel. Die tun jetzt irgendwas, was im Interesse der Gemeinschaft richtig wäre, und die anderen machen hier einfach nicht mit und werden sogar das Gegenteil tun. Übrigens, Deutschland hier steht für 1,8% unter den EU-Ländern, dann kommt Italien mit 0,8%, das sind alles kleine Pfosten, Polen, Frankreich und so weiter. Ich sage Ihnen, so funktioniert es auch nicht. Ohne eine weltweite Koordination, die man vielleicht über einen Klimaclub hinbringt, das ist ja das, was Olaf Scholz jetzt zu Recht aufgreift, funktioniert gar nichts. Was ist ein Klimaclub? Die willigen Länder schließen sich zusammen und sagen, wir koordinieren unsere grüne Politik, reduzieren den CO2-Ausstoß und die anderen, die da nicht mitmachen, diskriminieren wir. Wenn sie mit uns Handel machen wollen, dann lassen wir sie außen vor. Wir sind so attraktiv als Freihandelszone, dass die anderen gerne mitmachen, obwohl sie die grünen Auflagen hier haben. Ja, ohne den Klimaclub wird es nicht funktionieren, denn das ist zumindest so bei handelbaren Brennstoffen. Weil wenn ich handelbare Brennstoffe nicht mehr verbrenne in den gutwilligen Ländern, dann fließen die ja über den Handel in andere Länder. Was sind handelbare fossile Brennstoffe? Das ist die Steinkohle, das ist das Öl und es ist auch das Gas. Putin hat ja schon mit Xi eine neue Pipeline nach Peking beschlossen von den Jamalfeldern. Hat er schon im Februar beschlossen. Also auch das Gas, und das Gas kann man auch transportieren über LNG und so weiter. Also in gewissem Umfang ist auch das Gas handelbar. Aber nicht handelbar ist die Braunkohle. Die Braunkohle wird immer nur dort verwendet, wo sie direkt geschürft wird, überall auf der Erde. Da gibt es keinen weltweiten Braunkohlehandel. Und das ist ein fundamentaler Unterschied, weil die Braunkohle, die wir nicht abbauen, die bleibt in der Erde. Der Kohlenstoff, der da ist, ist in der Erde, der ist nicht in der Luft, kann nicht oxidieren, kann kein CO2 werden und den Klimaeffekt hervorrufen. Aber das Öl, das wir nicht verbrauchen in unseren Autos, naja, das fließt dann eben woanders hin. Die Tanker machen eine Kurve und fahren zu anderen Ländern, fahren nach China, nach Amerika oder sonst wo. Ein einfaches Modell der Welt ist dieses. Es gibt Europa und es gibt meinetwegen Asien und USA. Und die Europäer sind jetzt grün und die anderen sind nicht grün. Und dann gibt es dann noch die Ölproduzenten, die holen das Öl aus der Erde, den Kohlenstoff aus der Erde. Ja, der ist als Kohlenwasserstoff da in der Erde. Der Wasserstoff verbrennt zu Wasser, was da Kohle ist, wird zu CO2. So, das wird rausgeholt, wird auf dem Ölmarkt geliefert und über den Ölmarkt wird es verteilt und in die verschiedenen Länder und dann gibt es dann noch die Atmosphäre. Also das Öl fließt nach Europa, das Öl fließt nach Asien und USA und die verbrennen es und der Kohlenstoff geht dann in die Atmosphäre. Also ist ja ein einfaches Modell der Welt. Jetzt sind wir Europäer da und sagen, wir wollen jetzt keine Brennstoffe mehr in die Luft pusten. Logischerweise müssten Sie das Öl nach wie vor kaufen von den Ölscheichs und in großen Tanks in Europa lagern, damit da keiner rankommt. Das ist aber sehr teuer und das passiert ja gar nicht. Das wäre auch absurd irgendwie. Ja. Aber das müsste passieren, wenn man verhindern will, dass der Kohlenstoff in die Luft kommt. Nein, das machen wir nicht. Was passiert ist, dass die Tanker eben eine Kurve machen und nach Asien und Amerika fahren und da wird das dann verbrannt und geht von daher in die Atmosphäre. So, wenn das so ist, haben wir nichts gewonnen. Jetzt könnte man noch resonieren, ja, wenn die Europäer weniger Öl kaufen, fällt der Ölpreis und dann lohnt sich der Ölabbau nicht mehr, dann hören die Ölscheichs auf zu produzieren, sodass dann mehr in der Erde bleibt. Das wäre ein mögliches Argument.
Aber das Gegenargument wäre, wenn der Ölpreis fällt, wollen sie vielleicht als Individuum mehr produzieren, um also durch eine größere Menge den niedrigeren Preis auszugleichen. Also es gibt verschiedene Hypothesen, was die Ölscheichs dann wohl machen. Es ist vollkommen unklar, theoretisch, wie die reagieren. Es ist eine empirische Frage. Was machen die Ölscheichs, die Ölproduzenten? Die Antwort ist, gar nichts. Und weil sie nichts machen, ist das unilaterale Verbrennerverbot wirkungslos für den CO2-Ausstoß der Welt. So, stimmt das? Schauen wir uns die Daten an. Wir haben auch lange Reihen über die Ölpreisentwicklung und die Ölproduktion in der Welt. Die schauen wir uns mal an. Es gibt nämlich auch einen Hoffnungsschimmer dabei. Ich nenne das mal die Pandemie als natürliches Experiment. Ich zeige Ihnen jetzt erst die Entwicklung bis zur Pandemie, und zwar vom Ölpreis und dann von der globalen Ölproduktion. Und Sie werden sich erinnern an dieses Diagramm. Vorhin hatte ich hier so einen kleinen Ausschnitt ganz rechts genommen, nur um zu wissen, ob letztes Jahr die Ölpreise gestiegen sind. Jetzt haben wir die lange Frist bis 1982, das Ende der zweiten Ölkrise. Über 40 Jahre lang, sehen Sie, war die Ölproduktion im Trend konstant. Es ist zwar ein leicht steigender Trend, aber während die Preise rauf und runter gingen, hat die Ölproduktion überhaupt nicht reagiert. Warum gingen die Preise rauf und runter? Weil irgendein Teil der Welt im Boom war, dann brauchten die viel Öl, das hat die Preise hochgetrieben. Zu steigenden Preisen haben andere Teile der Welt auf das Öl verzichtet und die Tanker brachten das Öl eben dahin, wo der Boom war. Nicht? Und wenn die Preise fielen, weil in einer Region der Welt eine Rezession war, die brauchten das aus irgendeinem Grunde nicht. Ja, bei fallenden Preisen haben dann andere Regionen der Welt dieses Öl absorbiert. Das ist das, was dieses Diagramm zeigt. Also es gibt Nachfrageeffekte, die Preiseffekte hervorrufen, aber die Ölscheichs reagieren überhaupt nicht, null. Und das ist der Beweis, der empirische Beweis, dass der Unilateralismus jedenfalls in diesen 40 Jahren nichts bewirkt hat. Wenn ein Teil der Welt die Nachfrage reduziert, wie es hier im natürlichen Experiment durch Rezessionen oder so passiert ist, ruft es nicht eine Reaktion der Scheichs hervor. Es bleibt das Öl, das da nicht verbraucht wird, nicht deswegen in der Erde, sondern fließt anderswohin. Jetzt kommt allerdings die Covid-Krise. Ich hatte Ihnen gezeigt, beide Kurven gehen nur bis zur Covid-Krise. Was passiert da? Das hatte ich Ihnen vorhin schon im Großen gezeigt. Der Ölpreis fällt und die Ölscheichs und die anderen Produzenten reduzieren das erste Mal seit 40 Jahren ihre Ölproduktion. Und dann gibt es diese überschießende Reaktion der steigenden Ölpreise anschließend. Und das ist wiederum die gute Nachricht. Das heißt, irgendwie können wir sie schon dazu kriegen, das Öl in der Erde zu lassen. Aber dann müssen wir Covid imitieren. Und was ist Covid? Covid ist eine gleichzeitige Nachfrageeinschränkung nach Öl in allen Teilen der Welt, weil das Virus überall war. Das heißt, die Epidemie ist das, was die Ökonomen ein natürliches Experiment nennen, welches uns zeigt, dass ein Klimaklub, der eben große Teile der Welt tatsächlich zusammenbindet zu einer nachfrageeinschränkenden Politik, wirken würde. Das ist der Hoffnungsschimmer. Wir können etwas als Menschheit erreichen, wenn wir es gleichzeitig machen. Aber wir können es nicht unilateral erreichen. Das ist das, was der Nobelpreisträger Nordhaus 2015 in seiner Rede in Stockholm vorgeschlagen hat und was eine sehr richtige und wichtige Idee ist. Und auch hier sei bitte der Hinweis erlaubt, ich habe Ähnliches in meinem Buch 2008, was 2011 auf Englisch herauskam und das Nordhaus dann sehr wohlwollend kommentiert hat. Ja, er hat das ganze Buch gelesen und sehr wohlwollend darauf reagiert, öffentlich. Ja, hatte ich das auch beschrieben, aber jetzt viel schöner entwickelt und viel besser
als ich das damals gemacht habe. Und er hat einen anderen Namen gewählt, eben Klimaclub. Ich habe das Super Kyoto genannt, wo man also eine hinreichend große Zahl von Ländern hat, die groß genug sind, um die Muskeln zu haben, um da einen Effekt bei den Ölscheichs zu erreichen. Wer es genauer lesen will, das ist ein Artikel aus der Neuen Züricher Zeitung vom Februar dieses Jahres, wo das Argument entwickelt wird. Eigentlich müsste ich ein wissenschaftliches Paper dazu machen, aber ich habe keine Zeit. Ich habe aus verschiedenen persönlichen Gründen keine Zeit und habe das jetzt mal so niedergeschrieben. Ja, die Konsequenz ist also, der Umweltnutzen durch das Verbrennerverbot ist null. Er ist nicht klein, weil wir klein sind, sondern null. Aber es gibt massive Schäden für die deutsche Industrie. Die ist tatsächlich im Niedergang. Hier sehen Sie den Fahrzeugbau in Deutschland in den letzten Jahren. Sie sehen, wir haben einen Rückgang seit 2018. Das ist das Jahr, wo das Verbrennerverbot faktisch verhängt wurde durch diese enorm aggressive CO2-Formel, CO2-Verordnung, die verhängt wurde, wo Elektroautos mit dem CO2-Ausstoß von null drin stecken. Und Verbrenner dann eigentlich schmutzig sind und dann müssen die Firmen viel Elektroautos in ihrer Flotte haben, damit sie da zurechtkommen. Der Fahrzeugbau ist im Rückgang und das hat nichts mit Corona zu tun. Die Corona-Krise ist überwunden, der Trend geht nach unten. Die deutsche Automobilindustrie ist ja das Herzstück unserer Wirtschaft, unserer Industrie und damit kann man auch sagen, Deutschland ist herzkrank geworden durch diese Verordnungen aus Brüssel. Es kann man noch andere Effekte heranführen und auch diskutieren, das Thema Präsident Trump hat uns damals nicht freundlich behandelt, das könnte auch noch eine Rolle spielen. Also, aber jedenfalls ist es mal ein Gegenstand, den man sich vor Augen führen muss. Ja, und machen nicht die Automobilhersteller jetzt dann mit den Elektroautos wenigstens ihre Gewinne, dass sie dann tolle Modelle haben, die hier den Markt beherrschen. Wer ist eigentlich Nummer eins bei den Neuzulassungen in Deutschland? Ist das der Volkswagen-ID sowieso? Herr Dies hatte ja gesagt, er schafft das, er wird hier Nummer eins. Das ist die Statistik. Nee, vorne steht Tesla Modell Y und an zweiter Stelle, Sie werden es nicht glauben, der Fiat 500e. Und dann kommen alle anderen unter Ferner liefen. Herr Dies musste inzwischen seinen Posten aufgeben, weil diese großspurige Proklamierung von Zielen, die nicht realisierbar waren, die Konsequenzen hat. In China hat es halt auch nicht geklappt mit den E-Autos so richtig, weil die Chinesen viel mehr elektronische Gadgets da reinbauen, als wir das können. E-Autos können andere besser fast. Da haben wir keine komparativen Vorteile mehr. Der Vorteil mit den komplizierten Dieselmotoren, die zu bauen, den hatten die Deutschen mit ihrer umfangreichen Metallindustrie, der ist weg. Schlägt das durch auf die Gesamtproduktion, das ist die gesamte Produktion des verarbeitenden Gewerbes in Deutschland. Der Punkt ist 2007. Kurz vor der Lehman-Krise, wo es dann den ersten Einbruch gab, dann ging es ein bisschen hoch. Dann der zweite Einbruch ist Corona. Aber unabhängig von diesem Corona-Einbruch haben wir auch hier trendmäßig eine Verschlechterung der Industrieproduktion. Und im Vergleich dazu die Schweiz. Der Punkt ist wieder für beide gleich 100 gesetzt, sodass man also die prozentuale Wachstumsentwicklung sehen kann. Sie sehen, 2017 ungefähr war die Schweiz noch so gut durchgekommen durch die Krisen wie Deutschland. Seit 2007 die gleiche prozentuale Entwicklung. Aber seitdem öffnet sich hier eine Schere zwischen den beiden Ländern. Die Schweiz hat eben keine Automobilindustrie. Die EU ist sogar inzwischen besser unterwegs im Durchschnitt als Deutschland. Während sie nicht gut aus der Lehman-Krise herauskam und Deutschland ganz prima dastand, das hat sich alles jetzt geändert. Und die Schweiz entwickelt sich so ungefähr wie die Welt im Durchschnitt, vielleicht sogar ein bisschen besser. Die, die meine Weihnachtsvorlesung 2019 gesehen haben, werden sich vielleicht an dieses Diagramm erinnern. Da ging es allerdings nur bis zum Jahr 2019. Aber da sah man den Beginn dieser Scherenentwicklung schon.
wie gesagt, alles im Internet unter YouTube auffindbar. Ja, das ist die Entwicklung. Und sogar die USA, die lange Zeit Schwierigkeiten hatte, aus der Lehman-Krise rauszukommen und mit Deindustrialisierungstendenzen zu kämpfen hatte, knüpft schon wieder an das deutsche Niveau. Und jetzt haben die Amerikaner ja ein Riesenprogramm zum Anlocken von Industrieinvestitionen aufgelegt. Das wird diesen Trendwechsel noch verschärfen. Die Frage stellt sich wirklich, sind wir wieder der kranke Mann Europas, wie schon vor 20 Jahren, was damals zu den Schröderschen Reformen führte. Wir sind wieder genau da, wo wir gestartet waren, und in der Zwischenzeit haben wir in der Merkel-Zeit eine konsumtive Wirtschaftspolitik betrieben, die also diese ganzen Vorteile verspielt hat. Auch die Nachfolger waren nicht besser. Ich schließe mit meinem Wunschzettel, denn es ist ja Weihnachten bald. Mein Wunschzettel bei der Inflation ist ein bisschen schwierig. Da kann man viel fordern. Die Frage ist, wo hat man denn halbwegs realistische Chancen? Also ich glaube, wir brauchen eine grundlegende Reform des Eurosystems, um dem Vorrang der Preisstabilität, der ja vorgesehen ist, im Vertragstext auch mehr faktische Kraft zu verleihen. Eine Möglichkeit wäre die anstehende Balkanerweiterung der EU. Das ist ja jetzt, sind ja alles jetzt offizielle Beitrittskandidaten. 6 Länder, Bosnien-Herzegowina, Serbien, Kosovo, Albanien, Nordmazedonien, what have you. 6 Länder, die sollen dazukommen. So, und bevor die jetzt dazukommen, müsste man sich doch noch mal Gedanken machen können über die Struktur des Systems. Als Bedingung sozusagen, dass man das überhaupt akzeptiert. Und dazu müsste gehören zumindest, dass man die Stimmrechte im EZB-Rat nach der Landesgröße vergibt. Man kann doch nicht Montenegro das gleiche Stimmrecht geben wie der Bundesrepublik Deutschland. Das geht so nicht mehr. Das ist unmöglich. Dadurch nichts gegen Montenegro, aber das sind alles Länder, die alle schon überschuldet sind. Und die mit Hilfe des Beitritts in die EU und der Eurozone eben Stabilität sich erhoffen und niedrigere Zinsen, sodass sie mit den Schulden eher zurechtkommen. Kroatien wird ja zum 1. Januar Mitglied der Eurozone. Da wird der Euro eingeführt. Ja, glauben Sie warum? Wir haben gegutachtet in meiner Zeit noch für Kroatien. Die wussten genau, was da los ist. Eine Schuldenorgie ohne Ende, weil sie sich schon gebunden hatten an den Euro, schon niedrigere Zinsen hatten. Und das, um das abzusichern, müssen sie jetzt in den Euro. Das ist Griechenland im Quadrat, was uns da blüht. Da müssen andere Regeln her. Wir können nicht einfach im alten Regelsystem diese Erweiterung durchführen. Und der Druck, der jetzt politisch da ist für diese Erweiterung, gibt uns eine historische Chance, um diese Thematik neu zu verhandeln. Und wir müssen auch in Deutschland was machen. Also ich glaube, wir brauchen eine Grundgesetzänderung, um die deutschen Organe, sei es Bundestag oder auch Verfassungsgericht, zu zwingen, die Verträge ernster zu nehmen. Wenn Sie anschauen, sich die, wie die Gerichte argumentieren, nur wenn europäische Institutionen etwas tun, was offensichtlich vertragsverletzend ist, greift man ein. Wie beim jetzigen neuen Urteil zu dem 750 Milliarden Programm. Da sind x Punkte, wo es eigentlich kritikwürdig ist, wie da rechtlich argumentiert wird. Aber es ist nicht offensichtlich falsch. Es ist einmal nicht offensichtlich falsch, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal nicht offensichtlich falsch. Und also ist nicht alles offensichtlich falsch und also winkt man es durch. Das geht doch nicht. Welchen Sinn hat denn die verfassungsrechtliche Kontrolle dieser Verträge, wenn das Gericht in dieser Weise schwammig argumentiert und sich aus der Verantwortung herauszieht? Da muss eigentlich eine Grundrechtsänderung kommen, die das Gericht zwingt, hier deutlicher und klarer Urteile im Sinne der abgeschlossenen Verträge zu fällen. Und die Neuorientierung der Energiepolitik. Also, ich rede jetzt wirklich nur für mich, aber ich würde die sofortige Aufhebung der vorauseilenden Brennstoffverbote hier beschließen. Also, denken Sie an das Krankenhaus.
Man muss erst das neue Krankenhaus aufbauen und dann das alte abstellen und nicht den Abschluss, die Abstellung des alten schon mal beschließen. Das geht so nicht. Das ist verantwortungslos. Man muss runter von dieser Politik. Die Wiedereinstellung und der Wiedereinstieg in die Atomkraft, das brauchen wir sicherlich. Die alten Meiler müssen anbleiben. Ich glaube, wir müssen auch forschen über neue. Es gibt bessere mit weniger Abfall. Alles ist in der Pipeline. Überall in der Welt wird geforscht, nur in Deutschland nicht. Fracking ist ein Thema. 14 Jahre würde uns das helfen, Russlandgas zu ersetzen. Erdgaspipelines in andere Länder, neue Erdgasspeicher. Wir brauchen keine Placebo-Politik mit diesen 200 Milliarden, damit keiner so richtig merkt, was hier los ist, sondern wir brauchen eine Angebotspolitik, die wirklich dafür sorgt, dass neue Energie zur Verfügung steht. Und der Unilateralismus bei international gehandelten Brennstoffen, der geht eben auch nicht. Das führt zu nichts. Wir subventionieren ja nicht, wir helfen ja nicht den armen Afrikanern, deren Erde verglüht durch den Klimawandel, indem wir da auf die Verbrenner verzichten, sondern wir subventionieren die Chinesen, indem sie eben das Erdöl noch viel billiger kriegen und einen noch intensiveren, CO2-intensiven Aufschwung finanzieren können und all den anderen. Das ist doch keine vernünftige Politik, so geht es nicht. Und letztlich müssen wir aktiv unsere ganze Kraft einsetzen, um einen weltweiten Klimaclub mit einem Emissionshandel zu schaffen, inklusive China und Indien. Aber wie das aussieht, die Klimakonferenzen sind eben Schadenersatzkonferenzen und nicht mehr auf die Überwindung einer kollektiven Externalität gerichtet. Das muss auch geändert werden. Hier müsste die europäische Politik ihr Hauptaugenmerk auf dieses Thema legen. Ja, damit bin ich am Ende. Ich möchte aber noch drei Sachen sagen. Erstens möchte ich mich bedanken bei Ihnen allen, die Sie auch in der Vergangenheit solche Vorlesungen gehört haben, bei den Studenten und auch den Zuschauern am Netz, die solche Vorträge sich anschauen. Und ich möchte mich bedanken, speziell bei Anja Hülsewig, die mitgeholfen hat, diese Folien zu gestalten. Das ist alles sehr schwierig, ein iterativer Prozess. Zweitens möchte ich mich bedanken bei meiner Frau Gerlinde, die hier sitzt. Wir sind jetzt über ein halbes Jahrhundert verheiratet, haben gerade unseren 51. Hochzeitstag gefeiert und ich hoffe, da kommen noch viele hinterher. Und dann habe ich eine Frage an Clemens Fuest, nämlich die Frage, ob er in Zukunft bereit wäre, diese Vorlesung zu übernehmen. Du musst sie aber nicht beantworten, die Frage steht im Raum. Ansonsten wünsche ich Ihnen jetzt frohe Weihnachten und ein glücklicheres Jahr 2023. Es kann ja nur besser werden.